kommt sofort. Gut. So viel zur Vorrede. Dann lassen Sie uns ganz kurz einen Blick auf die Agenda werfen. Ja, die Aufzeichnung hat hiermit begonnen. Gleich müsste irgendwo oben das rote Lämpchen an. Da ist es schon, genau. So, die Agenda sieht im Prinzip so aus, dass wir durch die einzelnen Teilprojekte des Projektes durchgehen. Ja, also wir haben die Struktur des Projektes zur Grundlage der heutigen Veranstaltung genommen. Das heißt, wir werden die einzelnen Teilprojekte durchgehen und auf der Ebene der Teilprojekte Ihnen auch die aktuellen Arbeiten und Ergebnisse vorstellen. Sie sehen hier auch die Referenten. Der Kotel und ich sind diejenigen, die das Ganze eröffnen. Wir geben auch noch ganz kurz hier, das ist Top 2, einen Überblick über das Projekt und werden nachher, wie gesagt, die einzelnen Teilprojekte einzeln durchgehen. Was hier fehlt, ist das Teilprojekt 10. Das Teilprojekt 10 nennt sich Transfer und Koordination. Das ist aber nicht nötig, weil jetzt machen wir Transfer. Das ganze Event dient dem Transfer und deshalb brauchen wir das hier nicht noch extra erwähnen. Gut, Christian, dann würde ich sagen, lass uns gleich in Medias Res gehen. Ja, mit einer ganz kurzen Darstellung, was eigentlich die Arena 2036 ist. Ich will das nur kurz vorschalten, damit Sie das auch so ein bisschen einordnen können. Was hinter diesem Namen steckt, der ist vielleicht nicht ganz so intuitiv. Es ist aber eigentlich eine Abkürzung. Sie steht für Active Research Environment for the Next Generation of Automobile, in Klammern Production. Ja. 2036 ist eine Jahreszahl, da wird das Automobil 150, soll signalisieren. Wir denken wirklich in übermorgen Technologien, also etwas weiter voraus, als es möglicherweise so in den normalen F&E-Kontext der Fall ist. Ist aber letztlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir ein Forschungscampus sind. Ein Forschungscampus des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an der Uni Stuttgart. Es gibt noch 8 andere Forschungscampi zu anderen Themen, die im Endeffekt Technologieentwicklungen dienen, in denen man auf nationaler Ebene technologisch souverän bleiben möchte. Wir sind eine Umsetzungsmaßnahme der ersten Hightech-Strategie der Bundesregierung und haben inzwischen als Verein über 30 wissenschaftliche Partner und über 40, Tendenz eher 50 Unternehmensmitglieder, die hier im Rahmen und unter dem Dach der Arena zusammenarbeiten. Ja, also mein Hintergrund hier ist kein virtueller, ja, sondern das ist im Prinzip jetzt die Halle. Sie können das vergleichen mit dem Foto, das Sie jetzt hier auf der Folie sehen. Wir haben ein großes Gebäude mit 10.000 Quadratmetern, können da die Zusammenarbeit organisieren. Die Leute, die hier arbeiten, sind von den verschiedenen Mitgliedsunternehmen und Instituten und arbeiten hier gemeinsam an Projekten zusammen. Der Kosel und ich, wir sind Teil des Managementteams. Ja. Wir organisieren die Zusammenarbeit als Geschäftsstelle des Vereins. Kooperieren hier eng auch mit der sogenannten Startup-Autobahn, sodass wir auch hier Startups mit in Innovationsimpulse einbeziehen und tun das in der Regel auf der Basis realer Use Cases. Der Leitungssatz ist ein solcher realer Use Case. Deshalb ist auch tatsächlich die Idee entstanden, hier im Rahmen eines solchen Verbundprojektes den standardisierten digitalen Zwilling, der im Bereich Industrie 4.0 insgesamt entsteht, zu übertragen auf den Anwendungsfall, wenn man so möchte, des Leitungssatzes und die gesamte Wertkette, die damit einhergeht. Soviel zur Arena. Die wesentlichen Baustellen im Bereich Leitungssatz sind im Endeffekt diese 3 beziehungsweise 4. Ja, wir machen Digitalisierung. Ja, das ist insbesondere jetzt das, worüber wir heute reden. Ja, das müsste man jetzt hier fett drucken auf der rechten Seite, ja, mit dem digitalen standardisierten Zwilling auf der Basis der Verwaltungsschale, aber natürlich auch unter Nutzung der domainspezifischen Standards wie VEC und natürlich auch auf der Maschinenebene OPCOA. Wir haben, deshalb erwähne ich das hier auch, sind Teil des Catena X Konsortiums und auch das ist Teil des Projektes, das wir Ihnen heute vorstellen, die Anbindung an datenraumbasierte Kollaborationsinfrastrukturen, Stichwort Catena X Datenräume. Das ist die digitale Ebene. Wir haben auf der anderen Seite die Robotikebene. Ja, das ist im Endeffekt die Maschinenebene, die wir vorantreiben im Kontext der Automatisierung der Gesamtwertkette. Ja, das wissen Sie auch, dass der Leitungssatz ein Produkt ist, das noch hohe manuelle Tätigkeiten umfasst.
Digitalisierung ist die Grundlage für Automatisierung. Die Automatisierung der Wertkette ist eine wesentliche Gestaltungsebene, die wir auch mit vorantreiben und das auch tun mit, und das ist jetzt der obere Punkt, ja, die sogenannte DIN 7236, mit der wir Automatisierungsfreundlichkeit im Design des Leitungssatzes standardisieren. Diese Norm wird in den nächsten Tagen übrigens rauskommen, ja, wenn alles klappt, genau in einer Woche, in der Version 2024. Wir arbeiten bereits an Ausbaustufen für 2025 und aller Voraussicht nach einer weiteren Ausbaustufe für 26/27. Ja, und das Ganze tun wir in Verbindung und natürlich unter Nutzung der Infrastruktur, die wir insgesamt hier in der Arena haben für R&D-Projekte, die also wirklich unterschiedliche Technology Readiness Level adressieren. Das kann 3, 4, 5 sein, das kann aber auch theoretisch bis TRL 8 gehen. Ja. Also bis im Endeffekt bis zu kommerzialisierbaren Produkten. So, jetzt geht der Deep Dive los, ja, hier in den rechten Kasten, Digitization. Das sind die Projekte, die ich gerade im Wesentlichen vorgestellt habe. Da fürs Protokoll haben Sie auch nochmal die Verlinkungen drin. Insofern können wir das jetzt, Christian, überspringen. Ja, der rote Kasten signalisiert jetzt nochmal diesen Deep Dive. Warum ist der Leitungssatz so interessant? Der Leitungssatz ist das Nervensystem des Autos. Ja, das ist auf den ersten Blick vielleicht eine, ich sage jetzt mal, dumme Komponente, ja, weil sie im Endeffekt nur aus Leitungen besteht und Punkt-zu-Punkt-Verbindungen herstellt, die gewissermaßen nicht auf der Platine eines Steuergerätes stattfinden, sondern tatsächlich stattfinden auf, also zwischen den einzelnen Steuergeräten oder Aktoren oder Sensoren, natürlich inzwischen auch Motoren, ja, in Bezug auf den Antriebsstrang, ja, und die Traktionsbatterie. Ja, das sind dann in der Regel die dicken orangenen Kabel, die natürlich auch Teil des sogenannten Hochvolt-Leitungssatzes dann sind. Losgröße 1, ja, deshalb ist es auch eine Komponente, die sehr stark individualisiert und personalisiert ist und die natürlich inzwischen auch eine Komplexität erreicht hat, die kostenmäßig den Leitungssatz zu einer der teuersten Komponenten des gesamten Autos machen. Deshalb ist das ganz wichtig, sich darum zu kümmern und hier auch wirklich den technologischen Wandel auf der Ebene der gesamten Wertkette voranzutreiben. Das tun wir hier. So, nächste Folie. Key Facts, ja, Sie sehen jetzt hier die Timeline zum Projekt, die jetzt schon recht weit fortgeschritten ist. Ja, für uns als Projektkonsortium ist das ein bisschen schade, ja, weil die schöne Zusammenarbeit sich dann Ende des Jahres einem Ende entgegen neigt. Was nicht heißt, dass wir mit allem fertig sind, aber dann die Zusammenarbeit natürlich auf einer anderen Basis natürlich weiterführen wollen. Wir sind 10 Teilprojekte mit 10 Projektpartnern. Ja. Das Gesamtprojekt hat ein Volumen von ca. 11 Millionen Euro und dreht sich vor allem um die praktische Implementierung der Verwaltungsschale in der Wertkette des Leitungssatzes. Ja. So, auf der nächsten Folie, Christian, zeigen wir noch mal ganz kurz, was eine Verwaltungsschale ist. Ich glaube, für die meisten tragen wir da Öl nach Athen. Im Endeffekt ist die Idee der Verwaltungsschale eine ganz einfache. Ja, es gibt immer ein Asset, das digital zu beschreiben ist und zwar auf eine Art und Weise, die interoperabel mit anderen Assets ist. Ja, das bedeutet im Endeffekt, wir müssen für die digitale Beschreibung auf Basis von Standards aufbauen und das tun wir mit der Verwaltungsschale. Ja, nichts mehr und nichts weniger ist die Verwaltungsschale. Sie fungiert auf Standards. Diese Standards eignen sich deshalb besonders für diese digitale Beschreibung, weil dadurch die eine Komponente sich mit der anderen vergleichen lässt und im Endeffekt eine Grundlage bildet, um zum Beispiel dann so Dinge zu tun. Das ist dann auch die nächste Folie, Verwaltungsschalen zu kombinieren. Ja, und das kann ich dann tun auf der Ebene der Entwicklung eines Produktes, das wissen wir alle, Produkte werden heute digital entwickelt. Das heißt, es wird insbesondere auf Ebene des OEMs eine Eckpunkteentwicklung für den Leitungssatz gemacht. Diese Eckpunkteentwicklung hat gewissermaßen eine digitale Repräsentation, die dann untersetzt wird auf der Ebene des Tier 1, der dann sagt, er entwickelt dann
im Rahmen dieser Eckpunkte einen konkreten Vorschlag aus, der natürlich wiederum Komponenten enthält. Ja, und die Komponenten können Stecker sein, können Halteteile sein, sonstige Komponenten auf der Ebene des Tier 2. Ja, und dann sicherlich auch bis runter zur Ebene der einzelnen Maschine, die dann vielleicht auf Ebene eines Tier 3 produziert wird. So, und so wie dann diese Entwicklungskette sich runter und durchdekliniert, summiert sie sich dann auch wieder auf, ja, also wenn dann die entsprechenden Wertbeiträge gestaltet sind. Und das ist das, was wir mit der Aufsummierung der Verwaltungsschale meinen. Das heißt, die einzelnen Komponentenverwaltungsschalen fließen dann in die übergeordnete Verwaltungsschale des Leitungssatzes ein, der wiederum kann einfließen in eine Verwaltungsschale und in den digitalen Zwilling eines gesamten Fahrzeuges. So, und das passiert zum einen auf der Typebene, das ist die linke Seite, ja, auf der anderen Seite aber auch auf der Ebene einer Instanz. Die Instanz wird ausgelöst durch einen Bestellvorgang. Ja, wenn Sie oder ich ein Auto bestellen mit einer bestimmten Ausstattung, dann heißt das automatisch für den Leitungssatz, der muss so und so ausstehen. Und dann passiert im Endeffekt genau das Gleiche wieder auf der Instanzebene. Das heißt, es wird gewissermaßen aus der Typebene eine Instanz ausgeleitet, die wird runtergebrochen, dann auf den Tier 1, Tier 2, Tier 3. Dann findet die Produktion statt. Die Produktionsdaten werden wiederum zurückgeschrieben in die Verwaltungsschale, sodass dann beispielsweise die Krimmkräfte gemessen werden können, die Qualitätssicherungen inline zurückgeschrieben werden können, als Stichwort Rückverfolgbarkeit, und das dann wiederum auch summiert wird zum Leitungssatz, der dann wirklich ans Band geliefert wird als physische Komponente und natürlich in Verbindung mit der digitalen Repräsentation des Leitungssatzes, sprich der Verwaltungsschale, die dann wirklich auch alle Produktionsdaten enthält, die an den OEM übermittelt werden sollen. Die nächste Folie. Ja, führt uns wieder zum Projekt, zurück zum Projekt. Ja, was sind die Ziele des Projektes? Wir wollen diese unternehmensübergreifende Interoperabilität anhand der Verwaltungsschale und auf Basis der Verwaltungsschale für die Wertkette des Leitungssatzes darstellen. Wir wollen die Informationen, die in der Wertkette entstehen, erfassen und über die Verwaltungsschale bereitstellen und damit natürlich auch eine entsprechende Semantik, die die Beschreibung der Informationselemente standardisiert und interoperabel macht, entwickeln und das natürlich dann in der Branche auch nutzbar machen. Ja, das beinhaltet natürlich auch standardisierte Austauschformate zur Reduktion proprietärer Schnittstellen. Das wird eine Grundlage sein für die wertkettenübergreifende Interoperabilität und dadurch, und das ist im Prinzip so gewissermaßen das übergeordnete Ziel, über die Digitalisierung die Automatisierung befähigen. Ja, Sie erinnern sich an die Eingangsfolie, das ist dann der rechte Bereich, der linke Bereich ist im Endeffekt ein Enabler für die Automatisierung. Ja, ein Mensch, der irgendwo an einem Baubrett steht, kann man mit einer sehr einfachen Anweisung erklären, was er machen muss. Wenn jeder Leitungssatz anders ist, dann ist völlig klar, die Automatisierung muss auch auf dieser Ebene stattfinden, sodass gewissermaßen die Maschine automatisiert informiert wird, welche Instanz sie jetzt wie bestücken, bearbeiten, produzieren, abliefern muss. So viel zu den Zielen. Wenn wir jetzt in die Projektstruktur reingehen, dann sehen Sie, ich hatte vorhin schon gesagt, wir reden über eine Wertkette, Tier 1, 2, 3. Deshalb haben wir hier mit Kromberg und Schubert und Firma Drechselmeier zwei Vertreter der Tier 1-Ebene. Das sind die Systemlieferanten, die sogenannten Konfektionäre. Leitungssätze werden konfektioniert. Ja, und das wird natürlich getan auf Basis der Zulieferungen, zum Beispiel von Steckern oder auch Halteteilen, wie sie die Firmen Coroplast und Festo und Kostal herstellen. Festo als ein wesentlicher Automatisierungshersteller, genauso wie die Firmen Comax und WZAG auf der Maschinenebene und auf der Softwareebene die Firmen DIIT und Siemens. Ja, und so konfiguriert sich letztlich auch dieses Konsortium. Das heißt, wir haben im Endeffekt alle relevanten Akteure hier mit drin, was auch sehr gut ist, weil letztlich die Lösungen, die wir entwickeln wollen, natürlich genau dafür eben auch zur Anwendung gebracht werden sollen. So, und das Konsortium sind natürlich nicht nur Logos, ja, das sind insbesondere sehr viele Experten, über deren Mitarbeit wir sehr, sehr froh sind. Wir sind inzwischen zu einem sehr schönen Team zusammengewachsen. Und ich freue mich sehr, dass ich an der Stelle jetzt auch übergeben kann hier an die einzelnen Experten, die nachher auch diese einzelnen Vorträge machen.
Der Christian Kosel als Koordinator des Projektes wird jetzt noch, sagen wir mal, etwas genauer die technische Ebene vorstellen, bevor wir dann hier übergeben. Insbesondere an TP1 wird natürlich jetzt den Beginn machen. Der Miguel Rodriguez ist inzwischen gewöhnt, dass, weil der TP1 ist, immer halt als Erster kommt. Ja, das ist aber inzwischen sehr gut eingeschliffen. Ja, der Buchter übernimmt dann mit dem Alex Salinas und so gehen wir dann durch die einzelnen Teilprojekte durch. Christian, ich übergebe an der Stelle an dich und bin gespannt auf die weiteren Berichte und freue mich auch gerne über Fragen, wenn es die geben sollte, gerne auch jetzt gleich schon. Genau. Vielleicht noch ein kurzer Disclaimer, weil Miguel, du dich auch schon gerade fertig machst. Das klang jetzt so, als wenn wir schon jetzt in die Teilprojekte übergehen. Das tun wir noch nicht. Ich nutze noch die nächsten 10 Minuten, um quasi so eine kleine Projekteinführung einfach zu geben, wie wir uns quasi innerhalb des Projektes aufstellen, was wir dort bisher gemacht haben. Und vor allem das Thema Verwaltungsschale, wie stellen wir uns das denn grundsätzlich vor? Wir haben hier mal so, oder wir hatten mal eine Animation gemacht, um darzustellen, okay, wie würde das denn grundsätzlich aussehen, wenn jeder eine Verwaltungsschale besitzen würde? Und natürlich geht es dann vor allem bei dezentraler Datenhaltung um die Aggregation. Ja. Wir haben gerade eben im Leitungssatz, haben wir, wie es der Georg eben schon erzählt hat, wir haben den OEM, wir haben verschiedenste Konfektionäre und wir haben dann natürlich verschiedenste Zulieferer, die verschiedene Einzelprodukte wie Clips, Terminals, Tapes, Leitungen oder noch ganz viele andere Produkte schlussendlich hinzusteuern, um das Produkt Leitungssatz dann am Ende tatsächlich auch produzieren zu können. Und in diesem Kontext der Verwaltungsschale müsste es ja dann so gesehen auch so sein, dass jeder einzelne oder jedes einzelne Produkt quasi seine eigene Verwaltungsschale mit seiner eigenen ID besitzen würde und wir die dann natürlich am Ende aggregieren können, um quasi einen, ja, sowohl auf Typebene am Ende eine 150% Variante zu haben oder dann natürlich auch, wenn es dann auf der Instanzebene geht, wir hier eine 100% Variante haben, die dann aufgrund von den Verwaltungsschalen und den Referenzen, die dort eben hinterlegt sind, das gesamte Produkt am Ende beschreiben können. Dann sehen wir hier beim Konfektionär, wie quasi die Hierarchiestufen auch sind. Natürlich ist der Leitungssatz dann beim Konfektionär das Produkt und die Halbfabrikate können dann Clips, Terminals oder auch Tape sein. Wenn wir dann eben beim OEM am Ende sind, ist natürlich der Leitungssatz lediglich ein Teil von dem Gesamtfahrzeug. Also heißt, die Sichten spielen hier auf die Produkte natürlich auch eine extrem große Rolle. Da natürlich auch vor allem hier überall einzelne Informationssysteme herrschen, die bei den einzelnen Zulieferern oder Wertkettenteilnehmern einfach vorhanden sind. Wenn man sich diese Wertkette natürlich anguckt, ist es ja auch so, es gibt überall vorhandene Standards, die dort bereits schon etabliert sind. Genau die wollen wir hier mitnutzen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt durch das Thema Verwaltungsschale alles andere irgendwie ersetzen wollen und sagen, nee, das brauchen wir in dem Sinne nicht mehr. Das macht natürlich die Implementierung und auch die Anwendung deutlich schwieriger, sondern wir wollen versuchen, die verschiedensten Vorteile aus den verschiedenen Welten, die auch in der Branche schon etabliert sind, wurde vorhin schon mal genannt, also beispielsweise VEC oder KWL, die sich den Produktstammdaten vor allem widmen oder eben auch den OPC und A Companion Specifications, diesen widmen, um diese verschiedenen Sachen einfach zusammenzubringen. Denn unsere Meinung ist nur so, bekommt man das Thema tatsächlich dann auch am Ende zum Laufen und der Satz, wir möchten die Vorteile nutzen und sie nicht ersetzen, ist uns in dem Sinne extrem wichtig. Aus diesem Grund, das ist jetzt auch noch nicht der Übergang zum TP1, aber dort wird es tatsächlich nachher dann auch nochmal thematisiert, haben wir zwei Wege eingeschlagen. Also der Part 1 ist beispielsweise, dass wir ein Companion-Spec entwickeln mit dem VDMA zusammen. Da werden wir im TP1 nachher noch deutlich mehr zu hören. Und vor allem auch eben, dass wir hier gucken mit IDTA, ProStep-IWIP-Vereinen, die für die KWL und für den VEC zuständig sind, dass wir diese Themen einfach mitbenutzen können und eben diese zwei Wege mit weiter vorantreiben wollen. Wohin wir dann natürlich kommen, ist, wenn wir uns dieses Bild nochmal betrachten, das haben wir vor allem bei der Anwendung von der Verwaltungsschale dann am Ende oder festgestellt, dass es gewisse Themen einfach gibt, die wir
oder die aktuell noch nicht bearbeitet sind. Und das sind vor allem, ich sitze zwar hier noch auf Englisch, sehe ich gerade, aber naja, soll dem Ganzen keinen Abriss tun. Das Änderungsmanagement, die Versionierung, die Modularisierung, die Synchronisation und auch die Rückverfolgbarkeit bzw. die Verlinkung. Vielleicht kurz zu erklären, was wir damit meinen. Änderungsmanagement ist, denke ich, klar, wie könnte man beispielsweise eine Änderung verfolgen, wenn man zwei Verwaltungsschalen hat. Die Versionierung, wie und wann würde sich quasi eine neue Version einer Verwaltungsschale erstellen. Die Modularisierung hat vor allem mit den verschiedenen Sichtweisen der Teilnehmer etwas zu tun. Also welche, wenn ich als Konfektionär beispielsweise auf ein gewisses Produkt schaue, die mögliche oder die von einem Produktzulieferer erstellt wurden, darf ich denn dann beispielsweise alles sehen? Nein, darf ich natürlich nicht, sondern wir versuchen dann einfach erstmal einen Vorschlag zu machen, okay, welche Teilmodelle müssten denn dann beispielsweise in der Verwaltungsschale, die der Konfektionär dann von dem Zulieferer zugesendet bekommen würde, welche Teilmodelle müssten denn dort hinterlegt werden? Synchronisation hat damit etwas zu tun, wenn ich beispielsweise eine Aktualisierung von einem Wert habe. Wie könnte man das bei dezentraler Datenhaltung mit einer oder mit zwei Verwaltungsschalen tun? Rückverfolgbarkeit ist, denke ich, klar, welche oder das haben wir in dem Sinne so interpretiert, welche Attribute müssten in den Verwaltungsschalen hinterlegt sein, um quasi eine Rückverfolgung unter der Voraussetzung, dass quasi jedes Produkt eine Verwaltungsschale beinhaltet, eine Rückverfolgbarkeit ermöglichen zu können. Das können dann diverse IDs sein, das müssten dann natürlich auch Referenzen sein, diverse Attribute. Hier haben wir uns Gedanken gemacht, wie man dieses Szenario tatsächlich auch umsetzen kann und dann tatsächlich am Ende das Thema Verlinkung oder Linking. Da geht es tatsächlich darum, um das, was ich eben schon bereits angesprochen habe. Wir wollen die etablierten Datenstandards verwenden und diese nicht ersetzen, sondern wenn wir beispielsweise ein Companion-Spec haben oder eine KBL-Datei oder eine VEC-Datei, wie können wir denn diese beiden Welten mit der Verwaltungsschale beispielsweise zusammenbringen und miteinander verlinken? Wir haben das ganze Thema mal mit einem Bildchen noch untersetzt, dass das aus unserer Sicht Schlüsselthemen sind, wo, glaube ich, oder wo wir der Meinung sind, dass jeder drüber stolpern wird, wenn er sich mit dem Thema Verwaltungsschale einfach früher oder später beschäftigen wird, und sind jetzt hier auch in Vorleistung getreten, um gewisse Themen einfach mal abzuarbeiten. Und wir sehen dann jetzt hier, zu welchen Themen wir jetzt auch schon erste Ergebnisse haben, vielleicht zur Einordnung von dem gesamten Thema. Ergebnisse heißt, das sind Lösungskonzepte, die wir uns vorstellen können. Das ist jetzt natürlich noch nicht mit der großen, breiten Welt irgendwo abgestimmt, sondern das sind jetzt erstmal, wo wir gesagt haben, okay, es gibt da bisher noch nicht so viel oder möglicherweise auch noch gar nichts oder keine Lösung, wo wir einfach sagen, okay, wir müssten hier mal ein Konzept entwickeln, wie man möglicherweise solche Themen angehen kann, und diese sollen dann natürlich am Ende auch idealerweise weitergetragen werden und nicht irgendwo in der Schublade versinken. Wir haben jetzt hier, sehen wir vor allem vier Themen, zu denen wir schon erste Konzepte haben, vor allem Verlinkung, Rückverfolgbarkeit, Modularisierung und Versionierung. Zu dem Thema Changement, also Änderungsmanagement und Synchronisation, da sind wir jetzt auf den letzten Metern, um die Themen auch abzuschließen, und diese werden dann in einem Dokument niedergeschrieben und dann ja sehr wahrscheinlich auch bereitgestellt werden. Da nur vielleicht, falls es da irgendwelche Fragen oder Interessen gibt, gerne im Nachgang nochmal auf uns zukommen. Ich habe zu jedem dieser Punkte auch nochmal hier, oder haben wir eine Folie angefügt, wo wir das gesamte Thema einfach nochmal genauer beschreiben. Ich würde mir die Zeit, mit Blick auf die Zeit, damit wir jetzt nicht schon direkt eine Bugwelle vor uns herschieben, vielleicht schauen, dass ich da später nochmal drauf eingehen werde, damit wir hier pünktlich um halb mit dem ersten Teilprojekt beginnen werde. Aber ich denke, da, wie gesagt, wenn es da zu den Themen einfach Fragen gibt, dann sehr, sehr gerne nochmal im Nachgang auf mich zukommen. Wie gesagt, hier hatten wir jetzt das Thema beispielsweise nochmal Modularisierung, wo wir das etwas genauer beschrieben haben. Hier haben wir das Thema Versionierung, wann und wie kann man das beispielsweise machen, eventbasiert, welche Informationen müssten dort dann alle hinterlegt werden. Hier geht es dann im nächsten Punkt um das Thema Synchronisation, wo wir einfach für jedes von diesen Architekturthemen, so haben wir es genannt, jeweils eine Folie spendiert haben. Hier das Thema Rückverfolgbarkeit.
wie wir uns das vorstellen, was wir darunter verstehen, um das vielleicht auch besser einzuordnen. Und die Präsentation, die wird dann natürlich am Ende auch zur Verfügung gestellt, wo man das dann nochmal nachlesen kann, sich da vielleicht eine eigene Meinung drüber bilden kann und dann auch uns auf dem oder uns ansprechen kann und zu möglichen Themen einfach nochmal vielleicht einen ersten Austausch erzeugen kann. Genau, dann sind wir jetzt zwar 2 Minuten zu früh, aber ich denke, das passt in dem Sinne ganz gut, weil wir sind jetzt hier bei dem Thema Verlinkung. Das TP1 beschäftigt sich mit dem Thema OPC-UA und dann würde ich tatsächlich jetzt an den Miguel weitergeben. Miguel, ich klicke an der Stelle auch gerne für dich weiter. Du musst mir dann nur sagen, wann, wie und wo. Das TP1 beschäftigt sich, können wir jetzt hier nochmal sehen, mit Konzepten, Informationsmodellen und Produktbeschreibungen. Und in dem Sinne würde ich dann jetzt an Miguel dich vielleicht ganz kurz vorstellen und dann können wir hier in das Inhaltliche weitergehen. Hallo, danke Christian, danke Georg. Also ich bin Miguel Rodriguez vom COMAX. Bei COMAX leite ich Projekte für die Digitalisierung und auch hier in der Arena leite ich Teil Projekt 1. Ein sehr interessantes Projekt und bevor ich starte, möchte ich sehr konstruktive Zusammenarbeit von allen, die dabei sind. Ohne diese Teilnahme wäre gar nicht möglich gewesen, zu erreichen, was wir erreicht haben. Vielleicht zum nächsten Slide, Christian. Ich wollte euch zum eine Zeitreise zuerst einladen, weil wir sind schon eine Weile unterwegs zusammen und man vergisst vielleicht ab und zu, was man alles auch entschieden hat, warum man zum gewissen Schlüsse gekommen ist. Und ich habe mich erlaubt, was in meiner Meinung die wichtigen Komponenten von unserer Reise, die wichtigen Entscheidungen sind, da in diese einfache Graphen vorzustellen. Klar, im Januar 2022 haben wir das Projekt gestartet. In Mai hatten wir zusammen mit Alex von TP3 die gesamte Anforderungen im Katalog zusammengestellt und dann eine Filtrierung gemacht, für alles, was für das Datamodell wichtig ist, rauszunehmen. Dann haben wir dann im Juni 2022 haben wir da entschieden, wir wollen dieses Produktprozessressourcenmodell gehen und haben wir angefangen, Arbeit an dieser Prozessliste auch zusammen mit dem TP3. Und im Juli 2022 waren wir beim ersten Mal da bei der VDMA, auch alle Teilnehmer, wo wir da auch die Use Cases vom Sicht von der OPC-UA auch aufgelistet haben. Im November haben wir dann gesehen, wir kommen einfach so, wie wir ursprünglich da aufgesetzt sind, nicht zurecht. Wir brauchen eine andere Gremium, die Architekturgruppe. Ich gehe davon aus, ist aber sicher noch nachher auch ein paar Worte davon verlieren. Und im März 2023 haben wir dann Entscheidungen getroffen, dass wir da auf der einen Seite die OPC-UA-Maschinerie als Basis nehmen. Auch, dass wir da VEC und KWL mitnehmen wollen und dass wir da den VEC als Basis von Datamodell nehmen wollen. In April haben wir dann nach einigen Diskussionen mit dem Job Control Group entschieden, auch diese Job Control als Basis zu nehmen. Wir haben da auch eine Anpassung gemacht an die Prozesse, wie wir es kennen, dass es auch in den Standard passt. Und im Juni letztes Jahr haben wir eine Entscheidung getroffen, wir fokussieren uns auf die Cutting Area. Wie Georg vorher gesagt hat, es gibt da 3 große Bereiche in der Herstellung von meinem Kabelbaum. Der Cutting Area ist der Bereich, wo am meisten automatisiert ist und deswegen auch am besten passt, um einen Standard zu etablieren. Dann haben wir im 23, im November, haben wir dann die VLC Produktverlinkung mit den Prozessen auch fertig gekriegt. Und im Januar dieses Jahr hatten wir dann noch eine andere Aufteilung gemacht, wo wir dann Artikel vom Materialien vom Job getrennt haben. Immer noch der VLC gilt als Grundlage für Artikel und Materialinformation.
Und jetzt, und ich möchte nicht sehr viel Zeit um die Demonstration, die wir an der Hannover Messe gemacht haben, das kommt sicher in andere Projekte, aber wir haben dann im April einen Demonstrator gebaut, der auch mit OPCOA kommuniziert und somit die Verlinkung zwischen OPCOA und Verwaltungsschale realisiert und auch vor allem die neue oder die Standards, die wir jetzt nehmen wollen, die OPCOA Maschinen und Jobkontrolle auch mitgenommen hat. Christian, nächste. Also, hier zusammengefasst, von alle Anforderungen haben wir 89 zusammengetragen, die an der Data Model referenzieren. Wir haben eine Liste von allen Prozessen, die 19 Production Prozesse, die relevant sind, 29 Use Cases für die VDMA, für die Compiler-Spezifikation. Wir haben auch eine Mapping von allen Prozessparametern zu dem Artikel oder zu dem Job, zu dem Material. Die Liste, die wir haben, ist eine Flaschenliste, die wir dann aufteilen mussten, um zu entscheiden, welche Parameter gehört zum Material, gehört zum Artikel, gehört zum Job. Und was wir auch haben, ist, zusammen mit dem VDMA haben wir die Integration gemacht an die UMATI. UMATI ist eine Art Simulation von meinen Mini-ME-Systeme, wo man eine Dashboarding präsentieren kann, die auf OPCOA basiert. Das ist auch in der Messe demonstriert worden. Wir haben auch Quellcode von der OPCOA Server Implementation, die wir gebraucht haben, mit einer Alpha 55 von Firma Comax. Der ist auch vorhanden und klar, alle Mittel sind dokumentiert. Ich habe hier in die Slides auch die Links. Wenn jemand Interesse hat, kann man auch auf die Links drücken und alle die Informationen genauer anschauen. Nächste Slide, bitte. Also ich komme zurück zu unserer Datamodell-Diskussion. Wie gesagt, vom Anfang an haben wir gesehen, der große Teil, wenn wir da diese Produktprozessressource-Modell nehmen wollen, der große Teil können wir über OPCOA decken. Und wir haben auch ganz früh entschieden, dass wir die ganze Produktmodell auf eine Basis von einem VLC machen wollen. In diesem Prozess haben wir auch herausgefunden, dass der VLC nicht alle Parameter hatte. Und wir haben auch das Glück, dass Johannes Becker auch Teil der Gruppe ist und er da im VLC-Gremium tief verankert ist, dass wir da alles, was wir noch vermisst hatten, der für die Produktdefinition notwendig war, ist eigentlich als Vorschlag bei der VLC reingeflossen und teilweise schon verarbeitet, teilweise kommt das in eine nächste Version vom VLC-Standard. Also da gibt es schon einen Austausch zwischen unserer Arbeit und der VLC, wo der VLC-Modell profitiert ist. Und dann für die Prozessor-Ressource-Modelle haben wir gesehen, da gibt es OPCOA Machinery, Result Transfer Job Management und die Prozesse sind diese, oben sind die nicht alle. Wohlgemerkt, nicht alle Prozesse im Schneidraum, aber die wir da als Ziel haben für die Version 1 der OPCOA Companion Spec zu modellieren. Nächste Slide, bisschen. Ein bisschen Nebenaspekt: der OPCOA hat eigentlich mehrere Building Blocks. Und obwohl TP1 eigentlich für die Datamodelle ist, wie Christian gesagt hat, haben uns da in der letzten Zeit auch sehr stark auf OPCOA fokussiert. Deswegen wollte ich ein bisschen über diese OPCOA-Arbeit genauer Bescheid geben. OPCOA hat mehrere Building Blocks. Der bekannteste ist die OPCOA Machinery mit dem Namensschild. Das hatten wir auch in anderen Arbeitspaketen als Basis genommen, um wie man eine Maschine, wie man die Module, wie man die States und so weiter macht. Aber der hat auch die sogenannte Artikelinformation, Materialinformation, Jobkontrollinformation und Result Transfer. Wohlbemerkt, für Material und Artikel, unsere Modelle basieren auf die VLC-Modelle, so gut wie es geht.
Es gibt Instanzen, vor allem von Halbfabrikaten, wenn man zum Beispiel ein Kabel abisolieren will, aber noch ein Stück von Isolation im Kabel lassen will, einfach für einen nächsten Prozess. Das deckt der VLC nicht. Das müssen wir auch separat in OP2A behandeln. Aber zum großen Teil ist die gesamte Materialinformation und Artikelinformation in VLC gedeckt. Und deswegen ist da oben VLC geschrieben, weil es ist nicht nur ein Standard, es sind eigentlich zwei Standards, die hier da benutzt werden. Nächste Slide. Christian? Gut, danke. Zur die Entscheidung, die wir da Anfang dieses Jahres getroffen haben, das ist etwas, was ich in der letzten Situation nicht gesagt habe. Es ist einfach so, wir haben gesehen, dass wenn man einen Job an die Maschine schickt, einfach es ist wie in unserer Industrie gearbeitet wird, es kann sein, dass die Maschine schon die Partinformation hat. Part sind für uns alle die Wires, die Terminals, Housings und so weiter. Oft ist diese Information schon auf die Maschine gemanagt. Und oft ist der Fall, dass der MES diese Information nicht unbedingt zentral verwalten muss, sondern teilweise an die Maschinen einfach abgeleitet wird. Die Artikel ist auch sowieso der VLC-Struktur, wo wir eigentlich eine Referenz machen auf diese Parts. Und dann der Job referenziert eigentlich immer einen Artikel. Das heißt, wenn ich einen Job gebe, sage ich, welche Artikel möchte ich produzieren, wie viele davon und mit welche Quality-Merkmale oder Quality-Prozesse ich anschalten will und so weiter. Und dann kommen dann die Resultate. Es gibt dann eigentlich zwei Resultate. Die eine sind auf die einzelne produzierte Harness, das sind die Monitoring-Prozesse. Und es gibt auch die Resultate auf dem Loss, sind teilweise Validierungsprozesse, wie auch einfach Informationen, wie lange der Loss gelaufen ist und so weiter. Und das sind diese fünf Blöcke sind eigentlich, es ist wichtig zu verstehen, dass wir da teilweise von der VLC auf der rechten Seite Parts und Artikel kommen, die Definition teilweise von VLC. Teilweise vom OPCOA, wie der grüne Teil, wo der Job normalerweise oder im großen Teil durch OPCOA beschrieben wird. Aber da gibt es andere Sachen, die sehr spezifisch für unsere Industrie sind, wie die gesamte Result Transfer und die Machine Process Parameters, die wirklich da sehr spezifisch für unsere Industrie sind. Nächste Slide. Nächste Klick, sorry, da habe ich zwei Klicks. Also hier nochmal ein Beispiel, um wie wir da zwischen OPCOA und VLC eine Mapping machen können. Der VLC hat ganz klar eine viel, viel tiefere Beschreibung von meinem Artikel, aber die Topologieinformation ist, was für uns wichtig ist. Es ist hier nicht zu lesen, aber es gibt ein Konstrukt, wo man Contact Points hat, wo man Part Occurrences hat und in einem Contact Point kommen mehrere Parts zusammen. Und was wir gemacht haben, ist in der OPCOA gibt es eigentlich ein Subset von VLC, wenn möglich sogar mit dem gleichen Namen, wo man diese Mapping 1:1 machen kann. Das heißt, wenn man ein KBL oder ein VLC-Modell hat, kann man durch eine Transformation gerade die OPCOA-Modell generieren. Das ist die Idee. Nächste Slide. Und dann unsere Eigenschaften mit den Prozessparametern. Da haben wir auch wirklich lange da diskutiert, wie wir das richtig machen können. Eine Sache haben wir bemerkt, vor allem für die Verifizierungsprozesse, sind teilweise eigentlich in die Materialinformation. Das heißt, eine CRIMP definiert dazu, was die Absolierungslänge ist, zum Beispiel. Oder wenn man eine Kombination hat, dann gibt es auch diese CRIMP-Höhe zusammen. Das heißt, es gibt zwei Arten von Prozessparameterresultaten. Der eine sind die Monitoring-Prozesse,
Das ist zum Beispiel die Grindkraftkurve. Es gibt einmal für jeder Contact Point. Das heißt, wenn ich ein Kabel mit zwei Enden mache, habe ich zwei Grindkraftkurven. Und das wird on the fly gemessen und kann auch zur Verfügung gestellt werden. Es gibt aber auch die Verifikationsprozesse. Die werden am Anfang des Jobs gemacht. Es können teilweise auch destruktiv sein. Zum Beispiel, wenn ich die Grindforce, das ist eine destruktive Test, die gemacht werden sollte. Das wird nur einmal gemacht und gilt dann für alle Teile in den Job. Und um so etwas zu spezifizieren, braucht man eigentlich mehrere Variablen. Man braucht zu sagen, ich will, dass die Grimhöhe in diesem Fall verifiziert wird. Dann braucht es eine nominale Grimhöhe. Das ist normalerweise in der Materialinformation vorhanden. Und dann, wenn es gemessen wird, dann kommen die Resultate über die aktuelle Grimhöhe. Ist wieder mal einer der Parameter, wo diese Werte zurückkommt. Und das alles kommt über OpenTOR Resulttransfer, wohlbemerkt auch gemappt auf den Contact Point, die wir in der VST-Struktur gefunden haben. Nächste Slide. Und jetzt eine Spezifikation ist im Papier immer gut. Wir haben versucht, dann für die Hannover-Messe eine erste Implementation zu machen, genau herauszufinden, ob was wir spezifiziert hatten, machbar ist, ob es auch sinnig ist. Und wir haben dieses Szenario eigentlich benutzt, wo wir über die Job Management vom OPCOA eine ISA 95 Job Order Receiver Object Type benutzt haben, um einen Job zu definieren, die eine Anzahl produzierte Teile haben musste, mit einer Artikel-ID, wohlgemerkt, eine einfache Artikel-ID, weil es ist nur ein Draht mit zwei Enden, und wo wir eigentlich die CFA-Verifikation angeschaltet haben. Die Maschine hat dann die Verpflichtung, erstens zu kontrollieren, habe ich alle Materialinformationen, die ich benutze, alle Artikelinformationen, die ich brauche. Das wird dann in einem Vorprozess gemacht. Das ist sowieso der Fall heutzutage. Und dann wird ein erstes Harness produziert, wo eine gewisse Verifikation gemacht wird. Dass wir mit der Mini-Simulation gearbeitet haben, haben wir einfach direkt auf die Produktion gefahren. Und mit jeder produzierten Harness kommt ein Event, wo man der Harness-ID, der Part-ID, der Artikel-ID, der Grimhöhe-Kurve und andere Parameter zurückliefert. Und am Ende des Jobs kommt auch eine wieder mal die Job oder Results. Wie viel haben wir gemacht, wie lange haben wir gebraucht, was war die Qualität, wie viele gute Teile, schlechte Teile und so weiter. Das ist, wie gesagt, implementiert worden. Der Quellcode besteht auch. Und es ist auch integriert worden, beide in der UMATI, wie auch in der Verwaltungsschale Simulation, die wir dann den Hannover-Messe gezeigt haben. Nächste Slide. Jetzt über die Hannover-Messe, vielleicht kommen mehr Informationen von Christian später, aber ich wollte hier einfach ein paar Links stellen. Es gab eine Artikel, die der VDMA veröffentlicht hat. Es gab Informationen über die gesamte Demonstrator in die Messe und es gab auch über LinkedIn gewisse Postings, die eigentlich diese Zusammenarbeit dediziert ist, oder gewidmet ist. Hier vielleicht ein paar Worte. Erstens, wir haben auch von der VDMA zwei Lobworte erhalten. Das erste ist, dass sie selten ein Gremium sehen wie unsere, wo wirklich alle Teilnehmer der Industrie dabei sind. Die Maschinenhersteller, wie auch die Manufakturer von Parts, wie auch die Kunden, in dem Fall der Tier 1, der Firmen. Und deswegen sehen Sie große Potenzial, dass unser Standortarbeit wird einfach so weiterleben, weil oft passiert das nur eine Gruppe, oft die Maschinenhersteller versuchen einen Standard zu stellen und dann versuchen sie jetzt irgendwie zu verbreiten. Und hier haben wir die Verbreitung sozusagen schon vom Anfang an da. Das zweite ist, es war wirklich der erste
Companion Spec, die der Jobmanagement und eine Integration mit dem Verwaltungsschale gezeigt hat. Da musste man teilweise auch vor die Messe ein paar Sachen durchboxen mit speziellen Events, aber wir haben es gesagt, dass es möglich ist und es ist auch ein Durchbruch in der Industrie, wo man sagt, ja, wie alle diese Standards sind eigentlich kompatibel. Nächste Slide, Christian. Also jetzt habe ich die letzten zwei Slides, es geht um die nächsten Schritte und über die OpenCL Compliance Spec. Wir sind im Moment noch dran an der Arbeit. Es gibt wöchentliche iterative Reviews. Wir gehen Kapitel nach Kapitel. Teilweise gibt es ganz interessante Diskussionen, vor allem um Begriffe und wie man gewisse Sachen nennt. Aber wir wollen auch ein Beispiel für ein Model, ein Node-Set auch mitliefern. Ob wir das als Appendix in der Standard liefern oder als separat, das ist noch in Diskussion. Aber wir wollen auch, dass jeder, der die Standard in die Hand bekommt, nicht nur auf trockenes Papier stoßt, sondern auch auf ein Beispiel, wo man arbeiten kann. Ich hoffe schwer, dass wir im Juni das fertig kriegen. Die Zeit wird zeigen, aber wir sind gut dran. Wir sind auch parallel haben wir auch noch eine Liste von Use Cases von unserer Seite, von Comac Seite, von der Maschine, um sicher zu sein, dass wir alles gedeckt haben. Und ich hoffe, dass wir da im Juni die Arbeit produzieren können. Es gibt da gewisse Regelwerke. Einmal im Monat kann man eine Submission machen. Aber wir sind ein bisschen kurz vom Schluss. Der letzte Slide. Bei uns an der Arena, wo wir noch starten müssen, ist diese Dokumentation. Wir haben eigentlich sechs Subarbeitspakete. Der letzte ist die Dokumentation. Es ist werde ich in die nächsten Wochen somit anfangen. Und wir haben auch gewisse Einladungen, auch um das Wissen weiter zu streuen. Eine vom VDMA, wo wir die Arbeit, die wir da an der Compliance-Spec gekommen sind, produzieren können. Und auch die Präsentation der Shopfloor Data Session. Das werden wir noch in der Gruppe diskutieren, ob wir das machen. Somit bin ich am Ende. Ich weiß nicht, ob es jetzt Fragen gibt, sonst können wir ja auch am Ende auch welche nehmen. Genau. Zwecks der Zeit tatsächlich erstmal, Miguel, vielen Dank für die Vorstellung. Zwecks der Zeit tatsächlich würde ich sagen, wir sind ein bisschen drüber. Switchen wir direkt zum Teilprojekt 2. Sollte es natürlich Fragen geben, wir haben am Ende noch eine Viertelstunde geplant oder im Zweifel können wir natürlich auch gerne über im Nachgang per Mailverkehr Fragen klären, dann die gerne auch an mich stellen. In dem Sinne würde ich dann direkt an das TP2 weitergeben, an den Michael Buchter von Kronberg und Schubert, der das Teilprojekt Entwicklungsprozesse des Leitungssatzes leitet und uns einen Überblick über den Stand dort dann geben wird. Genau, dann erstmal guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist, wie schon gesagt, Michael Buchter. Ich bin von der Firma Kronberg und Schubert her zuständig eigentlich für Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die den Kabelbaum, sage ich mal, so in den nächsten 10 Jahren berühren wird. Und deswegen darf ich ja auch in diesem Projekt mitwirken. Der Fokus von Teilprojekt 2 wurde schon genannt. Das ist der Entwicklungsprozess des Kabelsatzes. Nächste Folie. Genau, kurze Agenda, da können wir gleich wieder rübergehen. Also in welchem Kontext ist das? Was ist der Status der Arbeitspakete, aktuelle Ergebnisse? Und dann ganz am Schluss eine kurze Zusammenfassung und Ausblick. Nächste Folie.
Kontext, das Leitbild für Industrie 4.0 ist bekannt, glaube ich. Also es geht um Nachhaltigkeit, Souveränität und Interoperabilität. Hier im Teilprojekt 2 oder im Gesamtprojekt eigentlich ist vor allen Dingen die Souveränität und die Interoperabilität ganz entscheidend. Vor allen Dingen Interoperabilität, denn es sind ja mehrere Unternehmen dran beteiligt, eigentlich sogar eine ganze Menge Unternehmen beteiligt, wenn allein nur der Kabelsatz entwickelt wird. Nächste Folie. Genau, weil wir müssen spezialisierte Daten müssen wir logisch miteinander verknüpfen, das wurde schon erwähnt in Bezug von Formaten. Es geht aber auch erstmal um die Inhalte. Wir haben 3D-CAD-Informationen, die müssen verknüpft werden mit Elektrologik, also was muss mit wem verbunden werden und Elektroinformationen, also welche Ströme fließen, welche Bandbreiten für die Kommunikation sind notwendig. Und daraus müssen dann natürlich für die Fertigung auch die entsprechenden Informationen generiert werden aus diesen Entwicklungsdaten. Ich habe hier mal als Beispiel Krimpkraftverlauf als Vorgabe, weil es ist natürlich klar, wenn man eine 10 Quadrat Leitung, flexible Leitung krimpen will, gibt es Sollwerte für den Krimpkraftverlauf und der muss natürlich direkt verglichen werden mit den Istwerten, um dann zu sagen, okay, das ist jetzt gut, das ist nicht gut. Und man muss natürlich auch Änderungen rückverfolgen. Wir haben bei einem durchschnittlichen Produktion von einem Kabelsatz haben wir so circa 900 Änderungen pro Kalenderjahr. Das sind manchmal ganz kleine Änderungen, manchmal sind das ganz große Änderungen. Letzten Endes muss man bei jeder Änderung genau rückverfolgen, wo ändert sich tatsächlich was und wer ist eigentlich davon betroffen? Wenn einer zum Beispiel bei seinem Steuergerät sagt, er will die Buchse um 90 Grad drehen, dann ist das erstmal unkritisch, aber man muss natürlich schauen, wie ist denn der Bauraum? Kann man dann in der Produktion beim OEM überhaupt noch den Stecker auf dieses Steuergerät drauf bekommen? Das sind zum Beispiel solche typischen Klassiker, die dann rückverfolgt werden müssen und wo dann alle an einem Tisch sitzen und sagen müssen, okay, die Änderung ist okay oder die Änderung wirft neue Probleme auf und dann muss das genauer betrachtet werden. Natürlich ein Aspekt, kann man auch weglassen, aber es geht dann um die Robotik letzten Endes. Stand heute ist natürlich die Produktion noch sehr stark handgetrieben, auch dann beim OEM, wenn er den Kabelsatz in seine Karosserie reinlegt. Die ganzen Stecker werden von Hand gesteckt. Hier ist natürlich auch die Idee, wenn man hier zum Beispiel die Greifdaten eines Steckers konkret angeben kann, dann kann man das natürlich auch anfangen zu automatisieren. Und ganz wichtig ist natürlich, wir wollen hier einen digitalen Zwilling nicht nur für die Entwicklung haben, weil das gibt es ja teilweise schon, sondern wir wollen einen digitalen Zwilling des realen Produkts haben, weil die Losgröße 1, wie auch schon ganz am Anfang erwähnt worden ist, vom Kabelsatz ist nun mal 1. Das heißt, durch die Komplexität heutzutage gibt es immer mal eine Änderung im gesamten Kabelsatz. Und das heißt natürlich, dass wir hier eigentlich keine echte klassische Serienproduktion vor uns haben, sondern hier im Prinzip, ja, ich sag mal, eine Manufaktur haben. Als Größenordnung, wenn man sich zum Beispiel den Golf 8 anschaut, ist auch schon wieder etwas älter, aber dort hatte man 4 Milliarden Varianten im Kabelsatz und die alle müssen berücksichtigt werden. Das werden natürlich nicht alle hergestellt, aber alle müssen berücksichtigt werden und ermöglicht werden. Nächste Folie. Genau, die Inhalte, das Teilprojekt 2 war in insgesamt 5 Arbeitspakete unterteilt. Der erste Bereich ist das Domänenwissen der Leitungssatzentwicklung. Hier geht es darum, wie kollaboriert man eigentlich, Stand heute, was muss berücksichtigt werden. Dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt im Arbeitspaket 2.2, Single Point of Truth. Wer hat eigentlich tatsächlich die finale Version bei sich? Das ist ganz entscheidend, gerade wenn dann 10, 20 Firmen am gleichen Produkt, Leitungssatz eigentlich arbeiten, ist das ziemlich wichtig. Und natürlich im Arbeitspaket 2.3, das war dann auch das intensivste, Referenzprozesse der Leitungssatzentwicklung. Wie wird eigentlich ein Leitungssatz typischerweise entwickelt? Herausgekommen ist dann eine generische Beschreibung der gesamten Leitungssatzentwicklung und was dann die Anforderungen sind für eine mögliche Lösungskonzept der Verwaltungsschale. Dann der zweite Bereich ist das Domänenwissen der Verwaltungsschale. Welche Teilmodelle gibt es schon? Welche Teilmodelle müssen entwickelt werden, um all diese Informationen und Fähigkeiten in einer Verwaltungsschale verpacken zu können und weiterreichen zu können und verarbeiten zu können?
Und dann natürlich, wie kann man diese Teilmodelle in die Verwaltungsschale integrieren, das ist dann das Arbeitspaket 2.5. Das zusammen ist dann die Umsetzung in die Verwaltungsschale. Nächste Folie. Genau. Wir sind heute, das Projekt ist im 30. Monat. Die Arbeitspakete 1, 2 und 3 sind abgeschlossen, also in Kollaboration firmenübergreifend ein Konzept definiert. Zentrale Datenhaltung ist ein entscheidender Punkt. Änderungen während der Entwicklung rückverfolgbar integrieren und jetzt schlussendlich eine kombinierte Dokumentation der drei Arbeitspakete, was dann ein Domänenwissen Leitungssatzentwicklung ergeben hat. Arbeitspaket 2.4 ist auch schon abgeschlossen. Wir haben die Umsetzung in die Verwaltungsschale gestartet. Wir haben Teilmodelle definiert. Wir haben bereits vorhandene Teilmodelle uns angeschaut und uns überlegt, braucht man neue Teilmodelle oder kann man bestehende Teilmodelle etwas erweitern, so dass Kollaboration und der Referenzprozess der Leitungssatzentwicklung dort abgebildet werden kann und daraus natürlich auch ganz wichtig die Systembedarfe der Referenzprozesse definiert, sprich welche Inputdaten, welche Outputdaten brauchen wir letzten Endes und haben ganz am Schluss anhand eines einfachen Beispiels das Ganze mal durchgespielt. Jetzt ist das Arbeitspaket 2.5, das letzte Arbeitspaket ist gestartet worden. Hier haben wir schon mal alle bislang erstellten Verwaltungsschalen verfügbar gemacht, um sie in einer BASIX-Umgebung, das ist dann eine Server-Umgebung, da wird später sicherlich noch mehr kommen, zur Verfügung zu stellen. Und dort wird jetzt gerade in der Arena 2036 entsprechend etwas aufgesetzt, sodass man dann das auch teilautomatisiert testen kann und wirklich real durchspielen kann. Nächste Folie. Kollaboration, wie muss man sich das vorstellen? Also hier sieht man es mal ganz, ich habe jetzt hier mal den Konfektionär in der Mitte, weil es um den Leitungssatz geht. Also es gibt den OEM, das ist im Prinzip der Auftraggeber des Ganzen. Der hat aber auch alle Informationen, was die Steuergeräte anbelangt, denn der sammelt diese Informationen und stellt sie im Prinzip zur Verfügung und sagt so, das sind meine Steuergeräte, die haben diese Strombedarfe, die haben diese Kommunikationsbedarfe, bitte alles verbinden. Dann fängt unsere Arbeit im Prinzip an. Wir kommunizieren teilweise auch mit den Entwicklern von den Steuergeräten. Was haben sie jetzt für eine Buchse? Welcher Stecker würde da am besten passen? Der OEM hat schon für viele schon entsprechend Freigaben erteilt. Nicht für alle. Manchmal kommen auch neue Steuergeräte hinzu oder gibt es Veränderungen während des Entwicklungsprozesses. Das muss dann berücksichtigt werden. Und dann gibt es natürlich die klassischen Lieferanten oder Entwickler von Stecksystemen, Leitungen. Ja, da gibt es ja verdrillte Leitungen, es gibt geschirmte Leitungen, alle mögliche Couleur, sage ich mal. Und natürlich dann, es müssen entsprechende Abdeckungen, Befestigungen und so weiter, diesen ganzen Kleinkram, das muss auch entwickelt werden und das wird natürlich speziell für die jeweilige Karosserie entwickelt werden müssen, denn die Formen sind da natürlich sehr unterschiedlich und der Kabelbaum muss sich da natürlich irgendwo in die Karosserie hineinschmiegen, damit da keiner drüber stolpert. Wie läuft das? Man sieht überall den EDC, das ist der Eclipse Data Connector, das ist praktisch der Aufpunkt, den wir verwenden, wo die einzelnen Akteure, sprich Firmen, letzten Endes zusammen angebunden sind. Man sieht es beim Konfektionär, es gibt den EDC und dahinter steckt dann die Verwaltungsschalen-Repository des jeweiligen Unternehmens. Nächste Folie. Wie schaut das dann auch aus? Ich habe das hier für den Konfektionär nochmal beispielhaft etwas detaillierter aufgeschlüsselt, denn hinter der Verwaltungsschale stecken natürlich ganz viele Dinge noch dahinter. Wie auch schon ganz am Anfang erwähnt worden ist, wir wollen eigentlich nicht die bestehenden Tools alle ersetzen, das ist auch gar nicht möglich. Sondern die sollen hinter der Verwaltungsschale so ein bisschen versteckt werden, also abgeschirmt werden, gekapselt werden, weil zum Beispiel als Konfektionär brauchen wir mehrere Leitungssatzentwicklungsteams, wir brauchen für DMU, also Digital Mockup, haben wir zwei Teams im Schnitt bei so einer Entwicklung. Es geht also um den Schaltplan DMU und es geht auch um die 3D-Daten. Passt das überhaupt noch rein? Passt das auch durch? Kabelbündel, Durchmesser müssen berechnet werden und geguckt werden. Kommen wir damit auch in den Motorraum hinein oder nicht? Denn diese Öffnungen sind limitiert aus Stabilitätsgründen, also
Crashtests sind da im Hintergrund zu berücksichtigen. Da kann man nicht einfach sagen, ich muss jetzt diesen Durchbruch ein bisschen größer machen. Das funktioniert nicht. Das alles muss berücksichtigt werden und das alles führt dann letzten Endes zu der Verwaltungsschale des Kabelsatzes. Nächste Folie. Und da sieht man hier natürlich nochmal, dass im Prinzip jeder Teilnehmer seine eigene Repository hat, weil er hat seine eigenen Komponenten, zum Beispiel in der Mitte oben beim Tier-2-Entwickler-Stecksystem. Der hat natürlich nicht nur ein Stecksystem, der hat meistens einen ganzen Katalog an Stecksystemen, die möglich wären, die auch größtenteils vielleicht auch schon freigegeben sind vom OEM. Und da können wir dann bei dem jeweiligen Stecksystemanbieter die detaillierten technischen Informationen abrufen, die wir dann für das als Konfektionär benötigen. Nächste Folie. Hier dann der, wie ich auch schon erwähnt hatte, der Referenzprozess der Leitungssatzentwicklung. Das haben wir hier dann auf einem DIN A3-Blatt untergebracht, um das mal ganz grob aufzudröseln, welche Dinge kommen ungefähr wann. Und ganz unten ist es dann in Gelb Dokumente, welche Informationen werden ausgetauscht oder sind wichtig. Und da sieht man natürlich dann Kabelschaltplan. Man sieht auch das elektrifizierte Geometriemodell und dann ganz am Schluss dann wichtig, man braucht ja dann immer eine Freigabe letzten Endes, denn erst wenn dann die Freigabe von einzelnen Komponenten vorliegen, von den Komponentenlieferanten vorliegen, auch vom OEM vorliegen, der sagt, ja, okay, dieses Steckersystem will ich in meiner Plattform drin haben oder auch nicht. Erst wenn alles dann vorhanden ist, wenn dann die Freigabedokumente erstellt werden, das ist dann die sogenannte 150%-Zeichnung. Das nennen wir deshalb so, weil dann hier nicht eine Variante beschrieben wird, sondern eben alle. Also für den Golf 8 wären das dann alle 4 Milliarden Varianten, die dann hier elektronisch vorliegen. Und diese Dokumente werden dann zur Freigabe dem OEM vorgelegen und der kann sie dann freigeben und dann kann ja die Produktion im Prinzip starten. Nächste Folie. Genau, diesen vorhin gezeigten Entwicklungsprozess muss man jetzt natürlich in der Verwaltungsschale so abbilden, dass die notwendigen Informationen dort verfügbar sind und die neu generierten Informationen dort auch strukturiert abgelegt werden können, sodass sie maximal maschinenlesbar sind, sodass man ja einzelne Prozessschritte vielleicht auch automatisieren kann. Was braucht man dann natürlich als von den Komponentenherstellern technische Daten, Kontaktinformationen, also wer ist der Ansprechpartner, 3D-CAD-Informationen, technische Dokumente, ein bisschen ausgegraute Simulationsmodelle kann man hier natürlich auch darüber austauschen, wäre auch sehr vorteilhaft. Dann hätte man alles praktisch in einem Asset, in einer Schale, wie es auch hier so schön grafisch dargestellt ist. Und das sind dann diese Informationen, die wir dann von den allen Komponentenherstellern benötigen, für alle Komponenten auch. Und das heißt, wir als Konfektionär tun dann diese ganzen Schalen zusammensetzen. Das ist so dieses Matroschka-Prinzip, was in der Verwaltungsschale verfolgt wird, sodass wir dann vom Typ Produkt zum Typ Leistungssatz kommen. Nächste Folie. Genau, und der erste Schritt war natürlich ein ganz einfacher, praktischer Use Case. Wir haben hier einfach eine CAN-Bus-Leitung genommen. Da haben wir natürlich Terminals, wir haben eine verdrillte Leitung mit Verdrillschutz, weil ein bestimmter Bereich, 30 mm, muss wieder aufgedrillt werden. Wir haben eine Gesamtlänge, wir haben eine Leitungsart und Leitungsquerschnitt entsprechend vorgegeben ist und auf der anderen Seite haben wir eine Einzelleiterdichtung und da sind die Terminals versilbert, auf der anderen Seite sind die verzinnt. Das ist so das Typische, was man, sage ich mal, dann fast hundertfach in einem jeglichen Auto drin hat. Nächste Folie. Genau. Die Leitung sollte dann dreiartig sein, Stecker sollte dann letzten Endes 4 Kammern haben, 3 davon sind belegt, das heißt, wir brauchen dann auch entsprechende Kammerschutz. Und Ziel ist es natürlich dann, eine erste Verwaltungsschale mit Daten füllen, den Entwicklungsprozess durchgehen und an die Produktion weiterreichen. Das heißt also in dem Fall für Teilprojekt 3 zur Verfügung stellen, um dort die Prozesse durchführen zu können. Und nach Abschluss natürlich dann gemeinsam diskutieren, welche Teilmodelle sind okay, welche müssen erweitert werden, welche müssen neu erstellt werden. Nächste Folie. Genau, das ist die 2D-Zeichnung. So sieht das im Prinzip dann aus mit allen Details. Können wir gleich weitergehen.
Genau. Wichtig ist natürlich dann auch die Komplexität. Ja, wie viele Daten kommen denn dabei jetzt zusammen? Das ist eine ganz einfache Leitung letzten Endes, aber wir haben hier 13 Komponenten, die eine eigene Verwaltungsschale haben werden. Und 4 Komponenten davon bestehen aus mehreren Einzelteilen, die dann eigentlich auch eine Verwaltungsschale haben mussten. Das heißt, in Summe haben wir ca. 25 Komponenten mit jeweils mehreren Datenpunkten. Und wir haben hier jetzt erstmal so grob 6 verschiedene Lieferanten zu berücksichtigen, aber da gibt es natürlich dann Konkurrenzprodukte und so weiter. Das heißt also, so bei diesem einfachen Problem kann man schon erahnen, dass hier jede Menge Daten zusammenkommen. Das muss man natürlich dann auch entsprechend berücksichtigen. Nächste Folie. Genau, das ist jetzt der Workflow einer Leitungssatzentwicklung mit Hilfe einer Verwaltungsschale. Wohin? Das war der Leitungssatzentwicklung, wie es heute gelebt wird, letzten Endes. Ich werde jetzt aus Zeitgründen hier nicht mehr auf die Details eingehen, aber wichtig ist natürlich, es gibt ja eine Registry-Marktplatz, wo alle drüber verbunden sind. Und dieser Marktplatz agiert im Prinzip so ähnlich wie gelbe Seiten, wo grob Informationen schon verfügbar sind. Und wenn man dann Detailinformationen oder sogar eine dedizierte Entwicklung benötigt, man dann mit dem entsprechenden Partner direkt diskutieren kann. Ja, da will ich jetzt nicht weiter eingehen. Gehen wir nächste Folie. Da bin ich schon auf der letzten Folie. Zwischenergebnis. Also wir haben Konzepte für Kollaboration und auch für den Single Point of Truth erstellt. Letzteres habe ich jetzt hier nicht dargestellt. Haben wir aber auch uns sehr viel Gedanken gemacht. Referenzprozess der heutigen Leitungssatzentwicklung ist verfügbar. Wir haben das Zusammenspiel der Teilmodelle mit Hilfe des ASSX Package Explorer erprobt. Es gibt die Version 2, das ist ein bisschen die ältere, die aktuelle ist die Version 3. Wir haben ein reales Beispiel durchgeführt mit den Konzepten und Verwaltungsschalen der einzelnen Komponenten, aber eben halt noch auf Basis des Package Explorer. Nächster Step wäre jetzt das Aufsetzen einer kompletten Basisumgebung. Das erfolgt jetzt durch die Arena 2036 und diverse Unterbeauftragungen. Und dann werden wir diese Beispiele, es gibt noch ein zweites Beispiel, durchgehen und hier dann teilautomatisiert durchführen. Und dann ist das Projekt ja auch leider schon wieder zu Ende. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Fragen stehe ich jetzt noch zur Verfügung oder auch später. Genau, vielen Dank, Michael. Ich würde es tatsächlich zwecks Zeit genauso halten wie eben beim TP1. Wenn es Fragen sind, die können wir dann gerne am Ende klären. Nur vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Thema mit der Basisumgebung. Da werde ich im TP9 im Demonstrator nochmal drauf eingehen und da nochmal ein paar Sätze dazu verlieren. Da wird es nochmal ein bisschen Detailinformationen geben. Okay, vielen Dank, Michael. Dann gehen wir jetzt auch schon weiter zum Teilprojekt 3, was vom Alexander Salinas geleitet wird, wo es um den Produktionsprozess des Leitungssatzes geht. Und Alex, dann Kann mich übergebe ich hören? hiermit an dich. Jawohl, kann man. Super, okay, gut, ausreichend. Okay, ja, dann vielen Dank, Christian. Ja, TP3 beschäftigt sich mit den Produktionsprozessen des Leitungssatzes. Und hierzu möchte ich ein bisschen detaillierter eingehen. Nächste Folie, bitte. Genau, also das ist die Übersicht zu TP3 mit den einzelnen Arbeitspaketen. Wir haben insgesamt gliedert sich TP3 in 5 Arbeitspakete und ja, AP 3.1 beschäftigte sich zum Anfang des Projektes mit der Untersuchung von Anforderungen. Miguel hat es in TP1 schon mal erwähnt, was dort an Ergebnis rausgekommen ist. In AP 3.2 haben wir dann das Thema Erforschung eines Referenzmodells gehabt. Da ging es in erster Linie darum, ja, den Einsatz von Verwaltungsschalen in bestimmten Use Cases mal zu detaillieren, um ja den praktischen Nutzen einer Verwaltungsschale auch darzustellen. Und auch ja, ein Thema CAD to Bob haben wir es genannt, wo wir quasi die Anforderungen für eine Automatisierung eines bestimmten Prozesses, dem automatischen Bestücken, auch näher betrachtet haben und daraus die Anforderungen seitens ja, Stecker und Terminals detailliert haben. Dann in AP 3.3, das ist mit Sicherheit eins der zentralen Arbeitspakete gewesen in TP3. Da haben wir relativ früh begonnen, ja, die Prozessliste zu starten. Die Prozessliste, haben wir auch gehört, hatte ja doch einigen Impact innerhalb des Projektes und was ich so mitbekommen habe, auch darüber hinaus. Das heißt, dort hatten wir
Ja, wie gesagt, früh begonnen mit der Prozessliste und sind dann auch noch weitergegangen und haben daraus dann ein Teilmodell für Produkttypen und Instanzen erstellt. Und AP 3.4 war dann zur Mitte des Projektes dann gestartet, ein bisschen später von der Timeline, deswegen würde es auch ein bisschen nach hinten rutschen. Da geht es jetzt in erster Linie darum, einen Data Mapping Service und Datenvalidierung Service zu konzipieren, inklusive der Implementierung. Und aktuell befinden wir uns eben in AP 3.5 zur Validierung der Prinzipien. Vielleicht einmal kurz klicken, weil ich glaube, dann kommen genau. Also AP 3.1 bis 3.3. Da habe ich einen grünen Haken dahinter gesetzt. Da haben wir jetzt eigentlich die Ergebnisse alle zusammen und laufende Arbeitspakete sind 3.4 und 3.5. Weiter bitte. Genau, hier möchte ich dann zu den abgeschlossenen Arbeitspaketen eine kurze Zusammenfassung geben. Aber was Miguel vorhin auch schon mal kurz tangiert hatte, vielleicht auch nochmal denjenigen, die jetzt nicht sich bei der Leitungssatzproduktion genauer auskennen. So sieht ungefähr die Leitungssatzproduktion beim Konfektionär von vorne bis hinten aus. Angefangen von links, wo ja die Eingangslogistik, Wareneingangslogistik stattfindet, hin zum Schneidraum. Und Schneidraum ist, ich habe es oben mal skizziert, der Automatisierungsgrad auch relativ hoch. Miguel hat es auch schon angesprochen. Dort stehen dann hochspezialisierte Automaten, beispielsweise von der Firma Comax. Und das können auch relativ viele sein, wie es hier dargestellt ist, in Parallel. Man geht dann über in eine sogenannte Vorkonfektion oder auch Modulproduktion, um einfach möglichst viel von der Losgröße 1 nach vorne zu schieben. Das heißt, wenn bestimmte Module gefertigt werden müssen, die in mehrere Kabelbäume Einzug erhalten, dann passiert es genau an dieser Stelle, wo man einfach dann immer noch die Massenproduktion versucht aufrechtzuerhalten. Im dritten Schritt kommt man dann tatsächlich zur Konfektion am Baubrett. Und am Baubrett haben wir dann definitiv Losgröße 1, wo dann bestimmte Vorprodukte, wie hier dargestellt, das können Rohmaterialien, aber auch Module sein, dann ans Baubrett geliefert werden. Und vielleicht kann man es nicht genau erkennen, aber dort ist dann sehr viel manuelle Tätigkeit vorhanden. Das heißt, händisch Menschen stehen dahinter und leisten dort eine Wahnsinnsarbeit, muss man wirklich immer wieder sagen, weil so eine Taktung, die dort eben für die Produktion auch eingehalten werden muss, die erfordert extreme Kenntnisse über die Konfektion und eben auch Schnelligkeit. Und wenn dann so ein Kabelbaum fertig ist, dann kommen am Ende noch bestimmte Sonderprozesse und eben auch das Testing. Also Träumen ist in der Mitte mal dargestellt mit Form. Könnte ein Sonderprozess sein. Und wenn alles abgeschlossen ist vom Kabelbaum, dann kommt er auf die Prüfstation. Und an der Prüfstation werden dann eben die ganzen elektrischen Prüfungen vorgenommen, sodass, wenn das Produkt okay ist, dann auch in die Ausgangslogistik geliefert wird. Genau, nächste Folie bitte. Hier möchte ich, wie gesagt, nochmal kurz einen Abriss geben über die Ergebnisse, die wir in den einzelnen Arbeitspaketen schon erreicht haben. Also das erste war eben in den ersten Halbjahr ungefähr die Anforderungsliste, die wir TP-übergreifend, muss man ja sagen, zusammen erstellt haben. Und daraus sind 89 Requirements entstanden, die vor allem dann Einzug erhalten haben in das Datenmodell in TP1. Was Miguel schon angesprochen hatte, aber sicherlich auch eine Grundlage lieferten für die Teilprojekte 2 bis 4. In AP 3.2, wie gesagt, da haben wir uns mit dem Einsatz von der Verwaltungsschale in bestimmten Use Cases diskutiert und auch untersucht und haben dort speziell drei Use Cases uns dann erarbeitet. Das heißt, das waren namentlich die Use Case Predictive Maintenance, Pay-per-Use für Anlagenbetreiber und OEE-Berechnung, um einfach zu sehen, wie müsste die Datenintegration und das Datenmanagement
mit oder unter Einsatz von einer Verwaltungsschale passieren, sodass man auch unternehmensübergreifend Dinge dann umsetzen kann, wie Predictive Maintenance. Also vielleicht ein klassisches Beispiel. Es gibt einen Anlagen- oder Maschinenbauer, wie, ja, nehmen wir vielleicht die Firma Comax. Und diese Firma, die möchte Zugriff auf bestimmte Betriebsdaten, um einfach Predictive Maintenance umsetzen zu können. Und dann muss man natürlich ein Konzept erarbeiten, wie eine Ressourcenverwaltungsschale beispielsweise so aufgebaut werden kann, dass die relevanten Parameter für eine externe Firma wie Comax dann quasi zugriffsfähig gemacht werden, um Predictive Maintenance an der Stelle dann zu ermöglichen. Und ähnlich war es eben auch bei den anderen Use Cases, Pay-per-Use für Anlagenbetreiber und OEE-Berechnung, dass viel dann auch über Unternehmenskollaboration passieren sollte. Nächste Folie bitte. Genau, ein weiteres Thema, was ich angesprochen hatte in Arbeitspaket 3.2, war CAD2Bob. Da haben wir uns mit dem Blockloading-Prozess beschäftigt. Hier sieht man auf der linken Seite Palette zum Bestücken. Also so sieht es dann ungefähr aus, wenn Stecker mit gekrimmten Leitungen bestückt werden sollen. Und dazu haben wir in der Prozessliste sehr, sehr viele Prozessparameter definiert. Aber was wir natürlich auch gebraucht haben, um das umsetzen zu können, sind Produktparameter. Und da haben wir uns ja viel und lange unterhalten, was an der Stelle relevant ist. Und es geht hier speziell um zwei Themen oder zwei Produktthemen, nämlich dem Stecker und dem Terminal. Und ja, schlussendlich, um es zusammenzufassen, haben wir für den Stecker dann 9 definierte Attribute zusammengefasst, um den Stecker so zu beschreiben, dass dann auch tatsächlich die Verarbeitung, die automatisierte Verarbeitung passieren kann. Wir sehen hier beispielsweise, es müssen beispielsweise die Kammernummern oder Kammer-IDs von 1 bis 16 in dem Fall dargestellt werden. Die Orientierung muss beispielsweise dargestellt werden. Also alles produktbezogene an der Stelle, um automatisch zu bestücken an einem Stecker, das muss eben vorab definiert sein, dass die Verarbeitung eines Automaten das dann auch verarbeiten kann. Und auf der rechten Seite, auf das Terminal, an der gekrümmten Leitung muss natürlich irgendwo beschrieben werden. Ja, also hier haben wir auch die Orientierung oder das Achssystem nach der rechten Handregel. Das heißt, wir haben hier eine X- und eine Y-Achse, zusätzlich als dritte Dimension die Z-Achse. Und hier gibt es beispielsweise eben die Regel, dass die Y-Achse immer in Richtung der Verrastung zeigt. Das ist jetzt hier direkt neben der Y-Achse auf der rechten Seite zu sehen. Und ja, schlussendlich gab es eben auch an der Stelle zu definierende Attribute und das waren insgesamt 7 an der Zahl. Kommen wir zu Arbeitspaket 3.3. Wie gesagt, das war ein sehr zentrales Arbeitspaket und da sind wir relativ früh gestartet, auch mit der Firma Kroschuh, partnerschaftlich, einfach um nochmal abzugleichen, welche Produktionsprozesse sind denn eigentlich jetzt die relevanten, um einen Leitungssatz zu produzieren. Also an der Stelle unterscheiden sich die Konfektionäre nicht grundsätzlich, sondern das ist ein standardisiertes Verfahren, ähnlich wie ich es in dem Bild gezeigt habe vorab. Wir sind hergegangen und haben, wie gesagt, erstmal die ersten groben Prozesse mal runtergeschrieben. Wir haben das Ganze dann auch in einem UML-Diagramm mal festgehalten, um auch die Beziehungen nochmal herzustellen. Und schlussendlich ist daraus dann die Prozessliste entstanden, die insgesamt 18 Produktionsprozesse umfasst und diverse Prozesse zum elektrischen Test. Und was hier so als kleine Excel-Liste, als Snippet quasi auch dargestellt ist, ist in Wahrheit eine relativ umfangreiche Liste von, ich glaube, insgesamt haben wir über 600 oder fast 700 Zeilen, die schlussendlich die ganzen Produktions- oder auch Testparameter der einzelnen Prozesse dann beschreibt. Gegliedert ist das Ganze immer in Input- und Output-Parametern. Wir haben aber auch die Datentypen schon mit definiert, sodass klar ist, wie
welche Datentypen an der Stelle notwendig sind, damit das Ganze dann sinnvoll verarbeitet werden kann. Auch hier auf der rechten Seite sieht man, dass das Ganze diente sehr stark für das Datenmodell in TP1. Wir haben das Ganze natürlich auch verwendet, um erste Verwaltungsschalen in TP3 zu erstellen. Darauf komme ich gleich. Und Miguel hat es auch schon erwähnt, das war natürlich auch eine wichtige Grundlage für die OPCOR Companion Specification im Arbeitskreis des VDMA. Nächste Folie bitte. Genau, hier haben wir jetzt noch die letzte Zusammenfassung für die abgeschlossenen Arbeitspakete. Genau, für hier oben sehen wir, in AP 3.3 haben wir dann verschiedene Verwaltungsschalen für die Produktion dann definiert. Wir haben viel darüber diskutiert, wie wir das Ganze strukturieren können. Schlussendlich sind wir in der blau dargestellten Struktur gelandet, dass wir vier verschiedene Verwaltungsschalen haben. Wir haben eine auf der Produkttypebene, wo wir, ja, ähnlich wie es Michael Buchter gesagt hat, ein Produkttypen mit diversen Ausprägungen auch theoretisch dort darstellen können. Wir haben dann den Produktionsauftrag. An der Stelle ist dann eigentlich schon die erste Instanzierung vorhanden. Das heißt, wir wissen jetzt von einer 150% Ausprägung in Richtung 100% Ausprägung konkret, was wir produzieren wollen. Und dieser Produktionsauftrag, der kann dann eben gegliedert werden in sogenannte Batches und Lots, die dann logischerweise dann auch auf Instanzebene dann produziert werden. Darunter habe ich nochmal dargestellt, wie das Ganze dann auch untereinander verlinkt ist. Das heißt, in einem Produktionsauftrag hier auf der linken Seite haben wir die sogenannten Batch References, und in den Batch References können eine beliebige Anzahl an Batches vorhanden sein. In dem Fall ist es nur eins. Und dieses Batch referenziert dann auf die Batch-Verwaltungsschalen, wie oben dargestellt, Batch 01, und die wiederum beinhaltet dann auch die Lot Reference und so weiter bis runter zu einzelnen Runs, die die Einzelproduktprozesse dann darstellen. Wichtig für uns war, eine generische Struktur für die Prozesse eben zu erschaffen. Das haben wir in meinen Augen mit dieser Struktur größtenteils geschafft. Wir haben das Ganze dann auch mal in eine erste Implementierung gegossen für Cut and Crimp. War notwendig auch für den Demonstrator, den Christian nochmal ein bisschen näher beschreiben wird. Und ja, wichtig war eben auch die Trennung zwischen Produkt und Instanz, genau. Das war Product Type und Product Instance, was wir eben hier an der Stelle auch dann sehr gut gliedern konnten. Wir haben das Ganze, und das ist jetzt nicht unbedingt Bestandteil, das ist so ein bisschen die Kür, das Ganze auch noch in eine IDTA-Standardisierung gebracht. Da haben wir, oder sind wir momentan sehr stark mit der IDTA in Kontakt, um das Ganze quasi ja als Bill of Process Teilmodell dann ja zu standardisieren. Und ja, da haben wir so einen ersten Draft schon erstellt, und das Ganze, das werden wir jetzt bis zum Ende der Projektlaufzeit auch noch finalisieren. Nächste Folie bitte. Genau, hier werden wir jetzt bei AP 3.4, was aktuell am Laufen ist. Und ja, die Projektteilnehmer kennen, zumindest diejenigen, die dort involviert sind, diese Darstellung schon ganz gut. Es geht um den Data Mapping und Validation Service. Was sehen wir hier? Wir haben hier die Ressourcen, die auf dem Shopfloor stehen. Und diese Ressourcen, die ja, produzieren, zumindest diejenigen, die immer automatisiert die Daten produzieren, ja, eine Vielzahl an Daten. Und das Wichtige an der Stelle ist jetzt, halten Sie sich an bestimmte Strukturen, die eben erforderlich sind, um interoperabel am Ende zu sein. Und um das zu gewährleisten, haben wir hier links oben einen sogenannten Semantic Hub mit verschiedenen Zieldatenmodellen. Und das sind türkis dargestellte Datenmodelle, ist jetzt momentan eben das Relevante, um am Ende im Information Storage in der Mitte das Ganze so zu integrieren, dass es auch von der Struktur her konform ist. Und was man jetzt hier links sehen kann, ist die obere Ressource,
Die hält sich eben an diese Struktur und in der Validierungsphase 1 ist dann eben ein Haken, was bedeutet, die Daten, die wurden abgeglichen in der Validierung gegen das Target Model um und ja, sind eben konform und können direkt in den Information Storage integriert werden. Das Ganze kann natürlich auch in einer AAS, wie wir es hier rechts im Information Storage auch noch dargestellt haben, passieren. Wohingegen die untere Ressource eine andere Struktur verwendet. Und diese Struktur, die wird dann in der Validierungsphase 1 eben nicht als konform klassifiziert. Und daher müssen wir dann den Mapping-Prozess starten. Das heißt, die Struktur, die rote Struktur wird dann überführt in die türkisene Struktur, in das Zielmodell, sodass sie dann in einer weiteren Validierungsphase dann nochmal geprüft wird, dann eben für konform klassifiziert wird und dann auch ebenfalls in den Information Storage integriert werden kann. Und warum ist das so wichtig? Es geht nach wie vor natürlich um das Thema Interoperabilität. Und Interoperabilität, das kann natürlich intern sein. Ja, das bedeutet, man hat beispielsweise hier auf der rechten oberen Seite irgendwelche Applikationen, die auf standardkonforme Daten zurückgreifen müssen. Und das würde dann, ja, wie gesagt, das können diverse interne Applikationen sein. Oder man geht den Weg, unternehmensübergreifend zusammenarbeiten zu wollen. Und dann wird Catena X natürlich ganz schnell ein Thema, wo man auch mit dem Semantic Hub und semantischen Datenmodellen schon agiert. Das heißt, auch dort muss man sich an die Datenmodelle halten. Und wenn man das intern schon gemacht hat, dann ja, ist es quasi nach extern dann kein oder es ist kein Mapping mehr notwendig, um dann direkt kollaborativ mit anderen Firmen zusammenarbeiten zu können. Gut, nächste Folie bitte. Jetzt kommen wir zum letzten Lauf. Noch nicht ganz. Genau. Status des Arbeitspakets vom Data Mapping Service. Also die Konzeption ist aktuell abgeschlossen. Momentan befinden wir uns in der Implementierung. Das Data Mapping Service, ich hatte es eingangs erwähnt, da hatten wir ein paar Verzögerungen. Das IESE ist ordentlich eingespannt in unserem Projekt mit Implementierungsaufwand. Das heißt, wir mussten an der Stelle dem Demonstrator für die HMI-Messe den Vorzug geben. Sprich, wir haben dort priorisiert, dass der Demonstrator auf jeden Fall funktioniert und dort die Entwicklungskapazitäten erstmal allokiert, um jetzt quasi wieder Fahrt aufzunehmen und das Ganze von der Implementierungsseite dann abzuschließen. Und ja, das ist, wie unten hier erwähnt, ein wichtiger Baustein für die Datenintegration und Nutzung, sowohl intern als unternehmensintern als auch unternehmensübergreifend, um ja dann relativ smooth die Daten oder eine gute und smoothe Datendurchgängigkeit innerhalb und unternehmensübergreifend umzusetzen. Nächste Folie bitte. Jetzt kommen wir zu AP 3.5, wo wir uns aktuell befinden. Nächste Folie bitte. Genau, und dort haben wir eben die einzelnen Themen, die wir innerhalb des TP3s auch bearbeitet haben, jetzt auch für die Validierung aufgegriffen. Die Prozessablaufsteuerung, Produktionsprozess hatte ich an der Stelle noch gar nicht erwähnt. Es geht da in erster Linie darum, eine Ablaufsteuerung im Sinne einer Sequenzierung zu definieren. Das Ganze wird auch vom IESE tatsächlich umgesetzt. Das heißt, dort haben wir ja doch beim Demonstrator haben wir das Ganze einmal schon in Camunda schön gezeigt, wo dann Triggerpunkte sind, wenn ein Prozess beispielsweise abgeschlossen ist oder wenn mehrere Prozesse vor einem nächsten Prozess abgeschlossen sind, dass dort die Triggerpunkte eben gesetzt werden, um eine Freigabe für den nächsten Teilprozess dann einzuleiten. Und das Ganze kann natürlich, wie gesagt, eben auch für parallel ausgeführte Prozesse dann umgesetzt werden. Und haben wir jetzt an der Stelle schon fast abgeschlossen in einer ersten Arbeitsgruppe. Data Mapping und Validierungsservice, da werden wir das Thema
mit dem neuen Teilmodell AID nochmal näher betrachten und allgemeingültige Use Cases definieren. Da wird der Start in Kürze erfolgen, genauso wie für Traceability. Da haben wir auch schon ein Data Retention Policy definiert und dieses Konzept würden wir auch nochmal auf den Use Case übertragen wollen. Und ja, einen Ansatz liefern, wie dieser Service dann arbeiten sollte, um die Policies dann auszuwerten. Da erfolgt auch der Start in Kürze in der Arbeitsgruppe 3 und die Arbeitsgruppe 4, die ist momentan in Bearbeitung. Ui. Entschuldigung. Da versuchen wir gerade den Transfer in andere Branchen zu schauen, beziehungsweise momentan sehr stark auch in eine vorgelagerte Branche oder Komponentenherstellung. Das heißt, die Konzepte, die wir aktuell von Teilmodellen Bob beispielsweise erstellt haben, da ist ein Partner im Konsortium momentan dabei, das Ganze für seine Komponenten zu prüfen, inwiefern diese generische Struktur eben auch für die Terminalherstellung verwendbar ist. Und damit wäre ich am Ende. Alles klar, dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Jetzt, wenn wir auf die Zeit schauen, Alex, erst nochmal deine Richtung, vielen Dank. Wenn wir auf die Zeit schauen, sind wir jetzt ein bisschen drüber. Ich würde es jetzt trotzdem so machen, dass ich noch kurz das TP4 einmal vorstellen würde, wie danach vielleicht keine 10 Minuten Pause machen, sondern eine 5 Minuten Pause, damit wir nicht ganz so viel in den Verzug kommen. Daher würde ich dann auch direkt hier einmal loslegen, was wir im TP4 gemacht haben und was vielleicht noch kommen wird oder woran wir aktuell dran arbeiten. Schlussendlich ist es so, dass wir dort auch 4 Arbeitspakete haben. API 1 beschäftigt sich mit Verwaltungsschalen der relevanten Montagekomponenten. AP4.2, Auswahl der automatisierenden Prozesse, AP4.3, die Dokumentation der Anforderungen, die sind so gesehen abgeschlossen durch den Anforderungsbedarf, den wir schon beim TP1 und TP3 gehört haben und dann am Ende ein Konzept zur Montage des Leitungssatzes. Vielleicht zum grundsätzlichen Kontext hier mal ein Bild, wie es sehr vereinfacht tatsächlich aktuell dargestellt werden kann. Die Montage des Leitungssatzes ist auch hier noch sehr manuell getrieben. Also gerade das Handling von, so man nennt es in dem Fachjargon, Biegeschlaffenteilen, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und wie wir hier auf dem linken Bild sehen können, also wird aktuell auch noch durch Menschenhand durchgeführt, teilweise möglicherweise mit Cobot-Lösungen, aber in der Regel ist das auch noch sehr manuell getrieben. Auf der rechten Seite sehen wir mal einen Ansatz, wo genau die Schwierigkeiten eben liegen. Wir sehen teilweise hier Klipse, die von einem Roboter gegriffen werden müssen, auch wenn das vielleicht gerade ein bisschen schwer darstellbar ist, die dann an bestimmte und definierte Positionen in einer bestimmten Ausrichtung auch montiert werden müssen. Und genau das ist eben die große oder die große Schwierigkeit in dem Montageprozess. Was wir gemacht haben, ist, die Montage einmal zu untergliedern in mehrere Teilprozesse, um den Ganzen auch ein bisschen vermehrt Herr zu werden, um vorstellen zu können, was wir da genau machen können. Wir haben hier einmal dann unterteilt in den gesamten Montageprozess in die Entnahme vom Band, Bewegung ins Fahrzeug. Und dann unterteilen wir in 2 Bereiche, einmal Grob- und Feinauslegung. Grobauslegung würde dann quasi die Beförderung vom Band in das Fahrzeug, Entschuldigung, wenn die Tasche bereits schon im Fahrzeug liegt, in der Karosserie, wie man dann quasi diese Packtasche, die wir gleich auch noch sehen werden, durch eine Öffnung hineinlegen können und quasi eine grobe Auslegung vornehmen können. Also man muss sich das dann vorstellen wie so mehrere Arme, die in die verschiedenen Richtungen, also hinten links, rechts, vorne, rechts und links ausgelegt werden müssen. Und hier haben wir das mal an einem Beispiel gezeigt mit diesem Mitteltunnel, wo an bestimmten Positionen einfach dieser Mitteltunnel hingelegt werden muss. Und das alles, wie gesagt, wird aktuell noch von Menschenhand getan. Und wir hatten oder haben mal begonnen zu überlegen, okay, wie könnte man denn möglicherweise diese Montage sowohl in der Grobauslegung als auch in der Feinauslegung, wenn es dann tatsächlich an die Clip-Montage geht, das einmal umsetzen.
Im nächsten Schritt werde ich jetzt mal kurz die Unterteilung von den Prozessen, die wir durchgeführt haben, darstellen. Und zwar sehr sinnbildlich betrachtet, da gibt es jetzt nicht so viele Bilder von Live oder Live-Bilder, sondern eher, wie man das möglicherweise darstellen kann. Also es müsste quasi einen Anstoß geben, wo man diese Packtasche quasi, die an diesem Anlieferungspunkt ankommt, dann muss quasi der Roboter die Startposition haben und der Anfahrweg zur Packtasche muss dann natürlich vorhanden sein. Ich überspringe das jetzt hier, die ganzen einzelnen Bereiche einfach mal. Natürlich muss dann an dieser Packtasche der Griff identifiziert werden, er muss lokalisiert werden, dann muss der Griff gegriffen werden von der Packtasche, um quasi den Prozess oder die Tasche anheben zu können, um dann quasi einmal die Tasche an die Karosserie heben zu können. Und auch hier sehen wir dann natürlich hier unten links wieder, dass das ein sehr schmaler Ausschnitt ist, diese Tür, wo diese Packtasche dann am Ende auch reingelegt werden muss und mit ja, idealerweise verschiedenen Öffnungen oder Öffnungsmechanismen dann auch geöffnet werden kann und die einzelnen Stränge, die wir dann dort haben, einmal gegriffen werden sollen. Und dann fährt natürlich nach Abschluss des Prozesses der Roboter wieder an die Ausgangsposition. Betrachtet man das Ganze, hat natürlich dann so gesehen jeder Teilnehmer eine eigene Verwaltungsschale in unserer Denkweise. Und wir versuchen jetzt mit unserem Vorgehen, was wir jetzt hier auch nochmal dargestellt haben, zu analysieren, welche Teilprozesse denn diese obvious Informationen benötigen. Also beispielsweise, um etwas zu greifen, braucht man die Produktabmessungen, man bräuchte möglicherweise ein Gewicht, um zu wissen, ist der Roboter überhaupt in der Lage, das Produkt tatsächlich am Ende auch zu greifen, und schreiben hier und sind dabei gerade eine Art White Paper zu schreiben, wie man denn die Beschreibung der Teilprozesse mit den kleinsten gemeinsamen Daten tatsächlich umsetzen kann, um möglicherweise darauf dann aufbauen zu können, auch die Montage tatsächlich automatisieren zu können eines Tages. Kurzer Ausblick, was machen wir? Die Finalisierung des Papers steht natürlich dann an großer Stelle, möglicherweise dann noch ein Abhängigkeitsprozessbild, wie quasi alles mit Karosserie, Roboter und Leitungssatz mit den verschiedenen Verwaltungsschalen zusammenspielen kann und dann am Ende auch der Aufbau der einzelnen Verwaltungsschalen, wie diese gegebenenfalls aussehen könnten. Ich weiß, das war jetzt sehr schnell, aber ich denke, mit Blick auf die Zeit, würde ich das erstmal jetzt so stehen lassen. Wie gesagt, falls es da noch weitere Fragen dazu gibt, gerne in den Chat schreiben. Ich habe eben gesehen, da kam auch noch eine, die können wir, denke ich, später dann vielleicht noch mal klären. Ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt 40, so gesehen sind wir 10 Minuten über der Zeit und ich würde jetzt eine 5-Minuten-Pause einläuten wollen, damit vielleicht jeder sich einen neuen Kaffee holen kann oder Ähnliches, sich kurz die Beine vertreten kann und dass wir dann uns um 45 hier wieder treffen, wo wir dann mit dem TP5 Verbundkomponente des Leitungssatzes weitermachen werden. Von daher würde ich sagen, bis gleich.
So, dann würde ich sagen, wir haben auch 45. Der Matthias, ich sehe schon, du bist bereit. Dann kommen wir zum Teilprojekt 5, Verbundkomponente des Leitungssatzes, was vom Matthias Freund von Festo geleitet wird. Und hiermit übergebe ich dann auch direkt an dich, Matthias. Super, vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zur heutigen Vorstellung. Ich steige gleich ein. Vielleicht kannst du einmal weiterklicken, Christian, oder? Ich weiß nicht, ob es bei mir gerade nur so hängt. Scheint eine leichte Verzögerung zu sein, aber ich denke, wir kriegen das hin. Genau, hier sehen wir einen kurzen Überblick über das TP5. Wir haben dort insgesamt 6 Arbeitspakete, haben die ersten 5 auch schon abgeschlossen und sind aktuell am letzten Arbeitspaket. Ich werde auf alle Arbeitspakete einmal eingehen, mit Ausnahme von dem ersten, wo wir uns nochmal mit einer Anforderungsanalyse beschäftigt haben. Ich will aber hier eher auf die Ergebnisse wirklich eingehen und da die Zeit nutzen. Genau, wir starten noch gleich mit dem Arbeitspaket 5.2 auf der nächsten Folie. Dort geht es um die Verbundkomponente Produkt. Ganz allgemein geht es in diesem Arbeitspaket 5 darum, die verschiedenen Aspekte und verschiedenen Verwaltungsschalen, die wir bisher auch gesehen haben, miteinander zu verknüpfen. Einerseits aus Sicht des Produktes, andererseits aus Sicht der Produktionsressourcen, aber dann vor allem auch übergeordnet in dem gesamten PPR-Kontext, also Produkt, Prozess, Ressource, und durch diese Verknüpfung Mehrwerte zu schaffen. Wir sind hier eben eingestiegen mit einer Sicht auf das Produkt. Und da sieht man auf der nächsten Seite einen ganz frühen Workshop, ein Ergebnis, wo wir mal analysiert haben, was gibt es denn überhaupt für Assets bzw. zugehörige Verwaltungsschalen aus Produktsicht. Da haben wir eine hierarchische Gliederung, wir haben Einzelkomponenten, Halbfabrikate bis zum gesamten Leitungssatz. Wir haben aber auch das Thema Typen und Instanzen. Wir haben das Thema verschiedene Partner in der Wertschöpfungskette, wo jeder seine eigene Sicht auf ein Asset hat und damit auch seine eigene Verwaltungsschale dazu. Und zwischen diesen ganzen vielen Verwaltungsschalen bestehen jetzt Verknüpfungen und Beziehungen. Da haben wir hier mal einen Auszug dargestellt und diese verschiedenen Beziehungen haben wir jetzt analysiert und uns angeschaut, wie wir das mit der Verwaltungsschale umsetzen können. Und ich will jetzt hier auf zwei exemplarisch mal eingehen. Das sehen wir auf der nächsten Seite für das Thema Freigabelisten. Das ist eigentlich ganz spannend, denn wir haben ja eben genau dieses Konstrukt. Der Tier 1, der Konfektionär, soll einen Leitungssatz bauen und im Detail ausentwerfen. Dazu nutzt er eben Komponenten von den verschiedenen Tier 2s. Und der OEM, der aber natürlich den Leitungssatz bestellt oder beauftragt, kann hier Komponenten freigeben oder allgemein funktioniert das so, dass eben nur bestimmte Komponenten von bestimmten Zulieferern freigegeben sind. Und das passiert heutzutage halt auf solchen Zeichnungen, wo wirklich zum Beispiel Bauteilmaße draufstehen und dann gibt es eine Freigabeliste, wo auch Änderungen markiert sind. Jetzt ist das Bauteil freigegeben, jetzt gibt es hier eine neue Version und das ist aber wirklich auf einer Zeichnung, also informal. Und dort haben wir ein Teilmodell entwickelt, wie man genau diese Freigabelisten interoperabel und maschinenlesbar vor allem in der Verwaltungsschale abbilden kann. Nächster Aspekt dann auf der nächsten Folie, mit dem wir uns lange beschäftigt haben, war das Thema Verlinkung. Dort geht es darum, die Produktspezifikation, die in Form von Detailmodellen wie dem VEC oder dem KBL sozusagen reinkommt in den Entwurf vom OEM in aller Regel. Da haben wir eingangs auch schon was darüber gehört in den Arbeitspaketen TP1 und CP2. Und das geht jetzt in die Verwaltungsschalenwelt über. Und natürlich wollen wir Informationen auch hier verknüpfen, ohne jetzt die ganzen Informationen aus dem VEC oder aus der KBL nochmal neu zu modellieren. Und hier haben wir in dem Arbeitspaket oder in dieser Arbeitsgruppe uns angeschaut, wie wir dort Verknüpfungen herstellen können, um eben so eine Remodellierung zu vermeiden, so gut wie möglich, aber trotzdem eine Verknüpfung von den Informationen zu haben, über solche Ankerpunkte in der Verwaltungsschale und dann Fragmentreferenzen, mit denen wir in diese Detailmodelle verweisen können. Genau, das waren jetzt mal zwei exemplarische Beziehungen, die wir uns angeschaut hatten. Ich würde jetzt weitergehen zum Arbeitspaket 5.3. Das ist dann die Sicht auf die Ressource, also auf die Produktionsmittel, unsere Maschinen und Werkzeuge. Und auch da haben wir im Prinzip, sind wir so vorgegangen, dass wir uns angeschaut haben, was für Assets haben wir denn und was sind relevante Beziehungen. Und auf der nächsten Folie sehen wir dann
Die relevanten Beziehungen hier sind vor allem die Zusammensetzung von den Maschinen. Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass wir am Ende wissen wollen, was kann denn diese Maschine, welche Werkzeuge sind gerade verbaut und was kann ich jetzt mit der Maschine machen. Die aktuellen Maschinenstrukturen kann man relativ einfach abbilden mit dem Teilmodell Bill of Material der Verwaltungsschale. Es ist ein Standardteilmodell, mit dem man hierarchische Strukturen abbilden kann. Wie man das hier sieht, exemplarisch an einer Comax Alpha 550, die jetzt mit zwei Modulen ausgestattet ist. Das kann man dort einfach abbilden. Und wenn wir jetzt in die Module bzw. in die entsprechenden Verwaltungsschalen schauen, sieht man dort, welche Werkzeuge jetzt beispielsweise gerade verbaut sind. Die aktuelle Struktur ist eine Sache. Interessant ist aber auch die mögliche Struktur. Das ist dann die nächste Folie. Auch das haben wir uns angeschaut. Denn natürlich ist es interessant, was für Werkzeuge könnte ich denn theoretisch auch in diese Maschine einbauen? Denn das hat natürlich einen großen Einfluss darauf, was ich mit der Maschine machen kann. Wenn ich weiß, dass ich ein bestimmtes Werkzeug einbauen kann, weiß ich auch, dass dieses Werkzeug einen bestimmten Prozess ausführen kann und dass das deswegen für die Maschine gilt. Und das ist genau das, was wir uns hier angeschaut haben. Wir haben eine Methodik entworfen, wie man mit Hilfe von sogenannten Extensions entsprechend einfach abbilden kann, welche Ressourcen ineinander verbaut werden können, sodass man eben nicht eine kombinatorische Explosion hat, wenn ich jetzt 5 Maschinen, 10 Module und 100 Werkzeuge habe und ich will das alles 1:1 abbilden. Da muss ich natürlich sehr, sehr viel Modellierungsaufwand betreiben. Das haben wir hier umgangen mit so einem Ansatz, den wir mal Slot-Ansatz genannt haben. Genau, funktioniert also auch gut mit der Verwaltungsschale. Und dann auf der nächsten Folie sehen wir noch einen dritten Aspekt, den wir betrachtet haben in dem TP5. Dort ging es um die virtuelle Inbetriebnahme auf Basis von Simulationsmodellen und das auch wieder vor dem Hintergrund. Wir haben Verbundkomponenten, wir haben verschiedene Partner in der Wertschöpfungskette und hier haben wir einen Use Case mal uns angeschaut, wie wir bei der virtuellen Inbetriebnahme durch einen Maschinenbauer, in dem Fall Comax, die jetzt an Prüfmodul, was man links unten sieht, virtuell in Betrieb nehmen wollen und wie wir als Komponentenlieferant oder als Teilsystemlieferant, wir als Festo, dort unterstützen können. Und das Ganze auf Basis der Verwaltungsschale, das heißt, wir liefern Verwaltungsschalen für Teilsysteme, wie zum Beispiel so ein pneumatisches Antriebssystem, also ein Zylinder plus ein zugehöriges Ventil zur Ansteuerung. Das wird in der Verwaltungsschale abgebildet. In der Verwaltungsschale liegt auch ein Simulationsmodell auf Standard oder basierend auf Standards wie FMI, FMU oder auch SSP. Und das kann dann nahtlos in die virtuelle Inbetriebnahme bei dem Anlagen- oder beim Maschinenbauer sozusagen einfließen. Genau. Mehr Details findet man dann auch auf der Webseite, wo wir das veröffentlichen. Genau, das nächste Arbeitspaket war dann das AP 5.4. Dort geht es um die durchgängige Erkundbarkeit der Verbundstruktur. Das heißt jetzt eigentlich losgelöst mal von einer reinen Produktsicht oder einer reinen Ressourcensicht wirklich die Mehrwerte zeigen, die sich durch die Verknüpfung von diesen beiden Welten ergibt. Und da haben wir verschiedene Use Cases analysiert. Auf der nächsten Folie wird einer mal genauer dargestellt. Christian, vielleicht kannst du dort gleich bis zum Ende klicken. Da sind ein paar Animationen drin, einfach, dass wir die Zeit sparen. Wir haben hier zum Beispiel nochmal uns angeschaut, wie können wir denn die Traceability im Fehlerfall realisieren. Das ist natürlich ein großes Thema. Was passiert, wenn jetzt ein Zulieferer feststellt, in einer bestimmten Charge ist ein Fehler aufgetreten? Dann muss natürlich der OEM rausfinden können oder wissen, ja, in welchem Leitungssatz und damit auch in welchem Fahrzeug wurde jetzt genau diese Charge verbaut. Denn das ist dann natürlich die Grundlage für Rückrufe. Und heute weiß man das nicht immer im Detail. Und deswegen muss eher mehr als weniger zurückgerufen werden. Und jeder Produktrückruf oder jedes Fahrzeug, was zurückgerufen werden muss und in der Werkstatt repariert oder geprüft werden muss, ist natürlich sehr teuer. Das heißt, hier ist das Ziel, das einfach zu verringern, die Anzahl der zurückgerufenen Fahrzeuge. Und
Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wenn wir jetzt ein Fahrzeug zurückgerufen haben, wo sind denn die fehlerhaften Komponenten verbaut? Nehmen wir zum Beispiel mal einen bestimmten Krimpkontakt. Wenn jetzt da eine Charge fehlerhaft wäre, dieser Krimpkontakt ist aber 50 oder 100 Mal in dem Gesamtleitungssatz verbaut, muss ich die natürlich alle Vorkommen analysieren. Wenn ich jetzt aber wüsste, dass aus der fehlerhaften Charge nur zwei dieser Komponentenvorkommen betroffen sind oder nur zwei aus dieser Charge stammen, dann kann ich dort auch die Reparatur oder die Prüfzeit deutlich verringern. Und genau das können wir jetzt mit diesen ganzen verknüpften Verwaltungsschalen, die wir hier mal so als Netzwerk dargestellt sehen, machen. Das heißt, wir wissen genau, welche Charge oder welche Komponenten aus einer Charge letztendlich genau in welcher Leitungssatzinstanz, an welcher Position dort verbaut sind. Und das ist natürlich ein Riesenmehrwert. Genau, dann würde ich auch schon zum nächsten Arbeitspaket kommen, aus Zeitgründen. Das ist dann das Arbeitspaket 5.5. Das ist auch wiederum ein Mehrwert, der sich aus dieser, ja, kannst ruhig schon weiterklicken, Christian. Ein Mehrwert, der sich aus dieser gesamten Verbundstruktur ergibt. Und das ist nämlich das Thema Mapping zwischen Produktionsressource und Leitungssatz. Das heißt, das Thema Fähigkeiten-Matching. Das haben wir uns hier nochmal explizit angeguckt und auch entworfen. Hier geht es nämlich darum, genau jetzt eine Ressource oder ein Set von Ressourcen zu finden, die ich nutzen kann, um einen bestimmten Prozess oder eine bestimmte Anzahl von Prozessschritten durchzuführen, um dann letztendlich ein Produkt zu fertigen. Hier ist es mal exemplarisch dargestellt, um auch nochmal diesen Zusammenhang zwischen Prozess, Produkt und Ressource darzustellen. Wir haben auf der rechten Seite eben einen Prozess, jetzt erstmal nur einen einzelnen Prozessschritt, Thema Krimpen. Dort wird ein bestimmtes Produkt, ein bestimmter Produkttyp verarbeitet, einmal ein Kontaktteil und eine Leitung. Und dazu brauche ich eben diese Fähigkeit. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt eine Ressource, die setzt sich eben zusammen aus einer Maschine plus eventuell einem Werkzeug, jetzt in diesem Fall ein Krimpgesenk. Und die bietet jetzt eine Fähigkeit an. Und jetzt ist genau die Frage, wie kann ich denn automatisiert für meinen Prozess überprüfen, ob diese Ressource oder eine bestimmte Ressource jetzt genau diese Fähigkeit anbietet. Und das hat verschiedene Dimensionen, wenn du mal weiterklickst, die verschiedenen Animationen. Die erste Frage, wie modellieren wir die geforderten Fähigkeiten? Wie modellieren wir dann auf der anderen Seite die angebotenen Fähigkeiten der Ressourcen? Da spielt eine Rolle, wie können wir bestimmte potenzielle Maschinenstrukturen abbilden. Das ist das, was ich eben bereits im Arbeitspaket 5.3 angesprochen habe, wie wir das abbilden. Und letztendlich mit diesen Informationen oder auf Basis dieser Informationen kann ich dann diesen Fähigkeitenabgleich in einem Algorithmus durchführen, um dann wirklich diese Zuordnung automatisiert zu treffen. Wenn ich dann eine Ressource ausgewählt habe, ist natürlich auch noch die Frage, wie kann ich jetzt wirklich diesen Prozess denn ausführen mit der Ressource? Das ist dann das Thema Skills, was letztendlich den Übergang zu der OPC-UA-Welt schafft, die wir ja im TP1 schon gehört haben. Da haben wir ja gehört von dieser ganzen Companion-Spec und wie ich das Ganze auf dem OPC-UA-Server modelliere und anstoße. Und hier ist genau die Frage, eben, wie komme ich jetzt von der Verwaltungsschale in den OPC-UA-Server? Gehen wir auf die nächste Folie. Da gehe ich die verschiedenen Schritte jetzt nochmal durch. Hier sehen wir das Konzept für die Required Capabilities. Da haben wir das bestehende Teilmodell Capabilities genommen, beziehungsweise den Arbeitsstand. Das ist noch in der Entwicklung und den einmal umgesetzt für unsere Domäne. Diese Umsetzung heißt vor allem, dass wir ganz konkret Parameter definiert haben. Da sind wir durch die Prozessliste, die wir bereits aus dem TP3 kennengelernt haben, eben durchgegangen und haben ganz konkret einmal gesagt, für jeden Prozess, welche Parameter sind denn relevant? Also beispielsweise fürs Krimpen ist relevant, was für ein Leitungstyp muss ich krimpen, was für ein Kontaktteil muss ich krimpen. Your shoe is good. Und so weiter. Die Gelbe, die sind... Der Grundgeräusch, jetzt, genau. Genau. Und so sind wir da einmal durchgegangen. Dann gehen wir weiter zu den Offered Capabilities. Da nutzen wir genau das gleiche Konzept, die gleichen Properties auf der nächsten Folie. Sehen wir das. Da ist es allerdings ein bisschen spannender eben, weil die Properties, die Offered Capabilities sich eigentlich immer ergeben aus einer Kombination aus Maschine
und Werkzeug oftmals. Das Konzept funktioniert aber genauso, wir nutzen genau die gleiche Modellierung. Und damit können wir dann auf der nächsten Folie wirklich diesen Fähigkeitenabgleich durchführen. Der Algorithmus ist rechts mal aufgeschrieben. Ich will den jetzt nicht im Detail durchgehen, aus Zeitgründen. Das Konzept ist aber so, es kommt dann eine Anfrage an die Maschine bzw. an die Verwaltungsschale der Maschine. Bitte noch einmal weiterklicken. Da wird dann eine Anfrage gestellt für eine bestimmte Capability, zum Beispiel das Crimpen mit den Parametern, ein bestimmter Kontaktteiltyp, ein bestimmter Leitungsquerschnitt und vielleicht noch weitere, die habe ich jetzt hier mal weggelassen. Dann kann die Maschine oder die Verwaltungsschale der Maschine selbstständig diesen Algorithmus ausführen und dann eine Antwort geben. Noch einmal klicken bitte. Und da steht jetzt zum Beispiel drin, ja, die Maschine kann grundsätzlich diese Capability erfüllen, benötigt dazu aber ein bestimmtes Werkzeug. Und das bestimmte Werkzeug kann man jetzt montieren in eins der vorhandenen Crimp-Module beispielsweise. Das heißt, hier können wir vollautomatisiert eine Aussage treffen, welche meiner Maschinen denn unter eventuell mit bestimmten Rüstvorgängen eine Capability ausführen kann. Und somit ganz stark diese Prozessplanung eben vereinfachen. Genau. Wenn ich jetzt weiß, ich will genau diese Maschine beauftragen, auf der nächsten Folie, dann eben, wie gesagt, nochmal dieses Thema, wie kann ich denn jetzt das ausführen? Beziehungsweise hier sehen wir einmal noch den Capability-Check, den haben wir auch implementiert als Node-RED-Node. Wer das nicht kennt, das ist einfach eine Low-Code-Plattform und das bietet sehr einfach die Möglichkeit, diesen Capability-Check jetzt in andere Prozesse oder andere Programme zu implementieren. Genau, das hatte ich Ihnen nochmal gezeigt. Genau, und dann aber auf der nächsten Folie jetzt die Frage, wie komme ich zum OPC-OR-Server? Und da haben wir auch wieder dieses Teilmodell Asset Interface Description, AID, was eben schon mal angesprochen wurde, genutzt und dort modellieren wir im Prinzip einfach nur, wo befindet sich jetzt der OPC-OR-Server, das heißt, wie ist der Endpoint, wir sehen das hier unten hellgrau, beispielsweise Localhost 4840, das könnte jetzt auch auf irgendeiner Maschine sein in meiner Halle und dort dann auch die Frage, wo finde ich jetzt die entsprechenden Nodes, um diese Fähigkeit auszuführen, das ist dann der untere Teil in diesem Screenshot und dann können wir eben vollautomatisiert in diese OPC-OR-Welt übergehen und dort die Fähigkeit ausführen. Genau. Dann nochmal auf der nächsten Folie sehen wir dann das letzte Arbeitspaket, Erfassung von Qualitätsdaten. Da sind wir eben aktuell jetzt gestartet oder noch dabei. Und da befassen wir uns gerade vor allem mit einem Use Case Predictive Maintenance. Da geht es eben darum, zum Beispiel den Werkzeugzustand zu überwachen. Und die Idee hier ist, dass wir auch wieder ein Zusammenspiel haben aus den Verwaltungsschalen von Maschine und der Verwaltungsschale des Werkzeuges. Und die Maschine schreibt eben Daten in die Verwaltungsschale des Werkzeuges, also wie oft das Werkzeug jetzt beispielsweise benutzt ist. Und das führt dann dazu, dass das Werkzeug einen bestimmten Algorithmus anwenden kann, um zu überprüfen, wie jetzt beispielsweise die Remaining Useful Life ist, also die Lebensdauer, die noch verbleibt. Und dann, wenn es gegen Ende der Lebensdauer geht, kann es auch vollkommen automatisch einen Service Request auslösen. Das heißt, mein Werkzeug sagt mir selber, ich bin jetzt bald am Lebensende, bitte tausche mich doch mal aus oder repariere mich oder erneuere mich. Und das ist natürlich auch wieder ein super Mehrwert, wo wir hier solche Maintenance-Thematiken adressieren können. Genau. Das ist jetzt das, was aktuell noch läuft im Arbeitspaket 5.6. Und ja, damit bin ich dann auch am Ende der Vorstellung und Fragen dann ja wahrscheinlich auch wieder am Ende gerne oder parallel vielleicht im Chat. Genau, vielen Dank. Genau, vielen Dank, Matthias, für die Vorstellung des TP5. Wie gesagt, bei Fragen gerne Chat oder eben verweise ich nochmal auf später. Jetzt kommen wir dann auch direkt zum TP6, was sich mit dem automatisierten Verhandlungsprozessen beschäftigt, was normalerweise oder auch nach wie vor noch von Gerd Neudecker geleitet wird. Der befindet sich aber aktuell im wohlverdienten Urlaub. Deswegen werde ich die Vorstellung mal übernehmen. Was machen wir im TP6 vielleicht grundsätzlich? Also auch hier, wir haben vier Arbeitspakete.
Und grundsätzlich automatisierte Verhandlungsprozesse dafür müssen natürlich in unserem Szenario Verwaltungsschalen miteinander interagieren, ohne dass beispielsweise irgendein Steuersatz dazwischen ist. Also wir sprechen hier in dem Fall dann schon von proaktiven Verwaltungsschalen, also Typ 3. Der ein oder andere kennt vielleicht die verschiedenen Bereiche, die es dort eben oder Typen, die es da gibt, mit Typ 1, was eher file-basiert ist, Typ 2, wenn sie über APIs beispielsweise angesprochen werden. In dem Szenario hier setzen wir darauf, dass es eben eine Typ 3 Verwaltungsschale ist. Mit dem Ziel, die Interaktion innerhalb eines Unternehmens, einer Fabrik oder auch natürlich darüber hinaus ermöglichen zu können. Wie eben schon gesagt, wir sind hier im TP6 in vier Arbeitspakete untergliedert. Das erste beschäftigt sich mit der Konzeptentwicklung, das zweite dann mit der Verhandlung, mit der Definition von Verhandlungsszenarien, das dritte mit den Capabilities, die wir eben auch von Matthias schon sehr, sehr gut gehört haben, und das AP64 am Ende mit E-Class / ja, jeglicher semantischen Beschreibung oder jeder Möglichkeit, um eine semantische Beschreibung umzusetzen, um Informationen einfach automatisiert identifizierbar, lesbar machen zu können. Gehen wir vielleicht mal auf die verschiedenen Verhandlungsszenarien ein, die wir erstmal definiert haben. Szenario 1 ist Order-Driven Production. Also wir haben ein Ausschreibungsverfahren auf Seiten des Auftraggebers, wo dann ein Abgleich mit den Produktionsressourcen gemacht werden muss in Form von Ausschreibungsverfahren mit dem Ziel, dass ein Auftrag automatisiert auf eine Maschine gemappt werden kann und dort dann tatsächlich am Ende auch umgesetzt werden kann. Das Szenario 2 haben wir Zukaufteil genannt. Das ist schlussendlich eine Erweiterung von dem Szenario 1. Also wir haben den ersten Teil dann natürlich, wenn wir auf einmal feststellen, wir haben beispielsweise die Fähigkeiten nicht oder innerhalb der Produktionshalle oder es wäre beispielsweise zu teuer. Das könnte ja durchaus auch ein Attribut sein, wenn man merkt, bitte vergleiche mir, was würde es mich kosten, wenn ich es selber produzieren würde, gegenüber, wenn ich es zukaufen würde. Dann könnte man natürlich auch hier zu der Entscheidung kommen, okay, ich würde das bestimmte Produkt beispielsweise zukaufen von einem externen Lieferanten. Dann Verhandlungsszenario 3 würde eine Synchronisation von Werten betreffen. Und da geht es dann tatsächlich darum, das war auch das, was ich am Anfang schon erwähnt habe, oder es geht in die Richtung auch Synchronisation zwischen zwei Verwaltungsschalen. Wie würde man das machen? Das spielt hier tatsächlich auch genau drauf rein. Und wie würde das dann mit dem mit dem Single Point of Truth tatsächlich am Ende aussehen bei verteilter physikalischer Datenhaltung? Wie könnte man sowas machen? Und am Ende dann das Szenario 4, im Einsatz von diesen Verhandlungsszenarien oder den automatisierten Verhandlungsprozessen im Bereich des Änderungsmanagements. Das sind die vier Szenarien, die wir uns hier ausgemalt haben, auf die ich jetzt noch mal ein bisschen genauer eingehen werde, wie wir uns das genau vorstellen. Also im Bereich des Szenario 1, Order-Driven Production, wird es eben so sein, dass ein Los des Halbfabrikats existiert, was dann eine Typ-3-Verwaltungsschale oder die Produktinstanz einer Typ-3-Verwaltungsschale eben ist und über ein Ausschreibungsverfahren quasi ja, versendet wird. Die Verwaltungsschale dann der Produktinstanz muss dann eben gemäß des Interaktionsprotokolls die Produktionsressource kontaktieren können und wir müssen so gesehen dann natürlich eine Kommunikation erwirken können. Das sieht dann am Ende wie folgt aus. Wir haben ein bestimmtes Produkt, wo wir wissen, welche erforderlichen Fähigkeiten am Ende notwendig sind. Wir wissen auf der Auftragnehmerseite beispielsweise, welche Maschinen hätte ich denn jetzt in meiner Produktionshalle und welche Fähigkeiten beispielsweise besitzt die auch. Also heißt, es gibt dann eine Ausschreibung. Ich als Produktinstanz mit dem Namen Halbfabrikat benötige die Fähigkeiten Cut, Print, Strip, Apply Seal, Crimp, Twist und Mount Spot Tape. Welche meiner Maschinen hätte das denn beispielsweise alles gesammelt? Das hängt dann so ein bisschen davon ab, welche Anforderungen man dort eben setzt, ob es quasi auf einer Maschine produziert werden soll oder möglicherweise aufgrund von Auslastungen könnte man es auch auf verschiedenen Maschinen teilen, die dann in Summe die Fähigkeiten einfach darstellen können. Also heißt, es wird eine Ausschreibung gemacht,
die dann in Form von den proaktiven Verwaltungsschalen oder des einer Nachricht an die Auftragnehmer gesendet wird, wo dann natürlich auch ein Angebot geliefert werden muss und dann aufgrund von definierten Parametern eine Entscheidung getroffen werden muss oder auch Attributen, welche Produktionsabläufe jetzt denn für mein konkretes Produkt sinnvoller wären. Also wie gesagt, man könnte es jetzt beispielsweise auf drei verschiedene Maschinen aufteilen oder eben hier in B dargestellt auf einer Ressource da produzieren lassen können, je nachdem, wie das dann dort eben festgelegt wurde in den Attributen oder in den Anforderungen, kann man jetzt sagen, okay, wir möchten es auf verschiedenen Maschinen produzieren lassen, also der Auftragnehmer mit dem Instanznamen Multi ist in dem Fall raus und wir unterteilen quasi die verschiedenen Fähigkeiten am Ende auf eine oder auf die drei Maschinen Crimp Seal, Twister und Spot Tape. Zu dem Szenario 2 Zukaufteil, eben schon erwähnt, ist es am Ende eigentlich die Erweiterung von dem Szenario 1, nur dass wir dann quasi eigentlich zwei Verhandlungsszenarien haben, einmal auf der unternehmensübergreifenden Ebene, sodass wir sagen können, okay, ich möchte jetzt zwischen verschiedenen Unternehmen einen Abgleich machen, und dann am Ende natürlich nochmal innerhalb des Unternehmens auf dem Shopfloor, wo ich dann sagen kann, okay, ich entscheide mich für diese eine Ressource oder eine Kombination aus verschiedenen Ressourcen. Das ist eigentlich nur dann die kleine Erweiterung, dass man hier zwei Verhandlungsprozesse hatte im Gegensatz zum Szenario 1. Das Szenario 3 mit der Synchronisation von Werten zwischen Verwaltungsschalen sehen wir hier. Also wir haben ein Unternehmen A, das dann als Owner beispielsweise der einer bestimmten Verwaltungsschale geführt wird. Wir haben ein Unternehmen B. Wir haben dann hier zwei oder ein Leitungssatzkomponenten auf Typbasis, in dem eine Änderung beispielsweise umgesetzt werden wird. Und es muss ja irgendwie ein Event, eine Nachricht geben, wie man von der Verwaltungsschale, die wir jetzt hier 1, 2, 3 genannt haben, diese Änderung an die Verwaltungsschale mit dem Namen 4, 5, 6, die dann natürlich immer noch über eine Referenzierung verfügt, diese Änderung dorthin gesendet werden kann. Da muss man dann natürlich schauen, okay, welche Informationen müssen denn in dieser Nachricht drin sein und wird das quasi automatisiert einfach in die Verwaltungsschale beim Unternehmen B eingetragen oder gibt es das dann irgendwie wie eine Nachricht? Es gibt eine Änderung und ich bin dann in der Lage zu entscheiden, ob ich diese Änderung annehmen möchte oder ob ich diese Änderung ablehnen möchte. Also so denken wir darüber, so könnten wir das in dem Fall umsetzen und hätten dann auch dann tatsächlich diesen Namen oder dieses Szenario, diese technische Lösung, Single Point of Truth, hätten wir dann nach wie vor noch gegeben beim Unternehmen A. In dem Fall haben aber auch die Referenz zum Unternehmen B, um ein spezifisches Interaktionsprotokoll aufbauen zu können, um die Änderungen tatsächlich beschreiben zu können. Und dann das Szenario 4 im Änderungsmanagement, da einfach zu schauen, okay, wir haben im Änderungsmanagement in dem Architekturteam, was ich anfangs erwähnt habe, haben wir einen Prozess niedergeschrieben, wie wir uns das vorstellen können. Und hier ist dann quasi die Idee dahinter, die Szenarien 1 bis 3 eben dort mit reinzubringen und tatsächlich dann dort einmal durchzutesten im Bereich des Änderungsmanagements, weil schlussendlich ist die Synchronisation ja eigentlich ein Teil des Änderungsmanagements, nachdem man diesen organisatorischen Teil, der dort natürlich immer mit dabei ist, möchte ich die Änderung annehmen, ja oder nein, oder gibt es überhaupt eine Änderung und welche Auswirkungen hat das denn beispielsweise auf ein Produkt, wenn diese tatsächlich dann am Ende abgeschlossen ist. Was wir dann natürlich als Herausforderung sehen, vor allem eben im Szenario 4 oder in den vier Szenarien, ich spreche von proaktiven Verwaltungsschalen, die sind jetzt aktuell noch nicht so weit verbreitet. Eher würde ich sagen, ist es bisher noch Mangelware, sondern viele von den Verwaltungsschalen sind auf File-Basis, geschweige oder möglicherweise jetzt mittlerweile langsam auch auf Typ-2-Verwaltungsschalen, aber natürlich noch nicht flächendeckend auf proaktiven Verwaltungsschalen. Plus, es gibt eben noch keinen standardisierten Weg über eine Art I4.0-Nachricht beispielsweise, um Nachrichten zwischen zwei Verwaltungsschalen auszutauschen. Also das ist tatsächlich
etwas, womit wir uns dann hier auch in TP6 beschäftigen haben, wie beispielsweise so eine Nachricht aussehen kann. Und haben dann einige Lösungsansätze hierzu gefunden, wofür auch ein aktueller Demonstrator gebaut wird, der dann genau dieses Interaktionsprotokoll, die IV0-Nachrichten und diesen Austausch einfach auch darstellen sollen. Also wir versuchen das dann beispielsweise über Low-Code-Plattformen wie Flowable und Node-RED, diese proaktiven Verwaltungsschalen in Verbindung mit der AAS-Middleware Basics, die jetzt heute wir auch schon das ein oder andere Mal gehört haben, umsetzen wollen. Wir nutzen in dem Bereich den Operations-Aufruf zum Nachrichtenaustausch und haben eben auch einen Vorschlag erarbeitet, wie dieses Teilmodell I4.0-Message in Kombination mit Entschuldigung, mit Operations und den Aufrufparametern aufzubauen wäre. Es kann durchaus sein, dass es hier möglicherweise auch noch in ein standardisiertes Teilmodell rauskommen könnte oder ein Vorschlag zumindest. Da müssen wir noch mal schauen, wie weit wir hiermit kommen. Und wir nutzen hier das Interaktionsprotokoll nach der VDI 2193-1. Was wir dann hier noch haben, ist, dass wir einen WPN-MN-Flow zur Implementierung der proaktiven Verwaltungsschalen aufgebaut haben. Also wie kann denn beispielsweise dieses Ausschreibeverfahren tatsächlich aufgebaut werden? Also es gibt eine Ausschreibung, ich habe eine erhalten, diese muss dann natürlich ausgebaut werden und muss dann schon zu einem frühen Zeitpunkt auf Plausibilität geprüft werden. Ja, sollte die natürlich nicht plausibel sein, ist die Ausschreibung als nicht verstanden, wird diese beantwortet und an den Empfänger oder an den Sender zurückgeschickt. Wird diese aber als plausibel verstanden, wird es einen Capability-Check geben, der dann eben so aussehen kann mit dem Ergebnis, ja, Fähigkeiten sind verfügbar oder Fähigkeiten sind beispielsweise nicht verfügbar. Und auch dann gibt es eben ein Angebot, was dann dem Sender zugesendet wird. Hier haben wir einen kurzen Auf- oder die Darstellung, wie wir das mit den Operations als und mit dem Nachrichtenaustausch über Operations und den Endpunkten eben auf oder durchführen wollen. Es wird quasi einen Aufruf von extern geben, der den Start des Ausschreibungsverfahrens dann am Ende umsetzt oder darstellt und zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, um dann die Ausschreibung mit dem entsprechenden Angebot tatsächlich auch austauschen zu können. Was wir dann hier auf der nächsten Seite haben, ist dieses, was ich eben schon mal kurz erwähnt habe, den Vorschlag für ein Teilmodell für eine I4.0-Nachricht, wie diese aussehen kann, was dort in Kombination mit eben diesem automatisierten Ausschreibungsverfahren alles an Informationen verpflichtend drin sein muss, teilweise auch optional. Was wir hier auf der linken Seite erstmal als ganz normale Tabelle dargestellt haben und dann hier auf der rechten Seite als im ASX Package Explorer einfach mal dargestellt haben, um uns das auch etwas greifbarer vorzustellen. Und da arbeiten wir aktuell noch gerade dran, diese Kombination aus I4.0-Nachricht mit den vier verschiedenen Szenarien, das tatsächlich auch eben in einen Demonstrator eingießen zu können, um das Thema automatisierte Verhandlungsprozesse dann am Ende auch bearbeiten zu können. Was möchten wir grundsätzlich damit erreichen? Einmal natürlich die flexible Umsetzung der proaktiven Verwaltungsschalen mit, und das ist extrem wichtig, denke ich, mit Open-Source-Technologien. Also wir suchen jetzt hier nicht gewisse Anbieter raus, die natürlich dann Geld kosten, sondern wir möchten erstmal schauen, okay, wie weit kommen wir denn mit dem, was es Open-Source gibt? Und dann darüber natürlich auch noch das Ziel interoperabler Nachrichtenaustausch mit der bestehenden Verwaltungsschalenspezifikation. Genau, dann war das tatsächlich auch schon die letzte Folie zum TP6. Und ich würde an dieser Stelle dann auch weitergeben an den Mario Angos von Coroplast und die Lena Beifel und Drechselmeier, die dann das TP7 und TP8 darstellen werden. Also TP7 ist einmal Data Business Policy, Data Governance und Monetarisierung. Und das TP8, Data Storage Policies, Sicherheit und vor allem das Thema Anbindung an Catena X. Genau, dann übergebe ich Mario, Lena an euch. Ich weiß jetzt nicht genau, wer von euch beiden anfängt. Super, danke Christian. Genau, du kannst gerne einmal eins weiterklicken.
Genau, nochmal einmal zur Projektübersicht. Genau, wir würden auch kurz mit der Projektübersicht starten. Genau wie Christian eingangs gesagt hat, stellen wir das gemeinsam vor. Hat so ein bisschen den Hintergrund, dass wir einerseits einfach thematisch große Überlappungen haben, dass wir einfach gesagt haben, okay, das macht auf jeden Fall Sinn, die Arbeitspakete gemeinsam zu erarbeiten, und zum anderen eben, dass wir das seit Projektstart eben so gemacht hatten. Genau, unsere drei Projekte teilen sich in drei Arbeitspakete auf. Zunächst eine Anforderungserhebung, die ist soweit abgeschlossen. Dann im zweiten Arbeitspaket die Konzeption bzw. technische Umsetzungskonzeption und Zielarchitektur, und im dritten Arbeitspaket dann die Pilotierung und Erprobung bzw. Anwendung an Container X. Wir würden zunächst so ein bisschen mit Kontext starten, keinen Einblick eben in das zweite Arbeitspaket, also das dritte Arbeitspaket geben, und anschließend dann nochmal kurz auf das Thema Monetarisierungskonzept eingehen. Genau, Christian, wenn du einmal eins weiterklicken magst. Genau, vielleicht kannst du auch zweimal klicken, weil das immer so ein bisschen animiert ist. Genau, perfekt. Also grundsätzlich vielleicht so als Einstieg. Ich glaube, was aus den Arbeitspaketen auch vorher oder Teilprojekten klar geworden ist, einerseits Konnektivität spielt eine große Rolle, wenn es um den unternehmensübergreifenden Datenaustausch geht. Aber natürlich ist das Thema Datenintegrität und Sicherheit, also auch Governance und Souveränität, ein wesentlicher Aspekt, sodass auch eine gewisse Bereitschaft da ist, dann Daten auch unternehmensübergreifend zu teilen. Und genau damit befassen wir uns in unseren beiden Teilprojekten. Und wenn du einmal auf die nächste Slide klickst. Genau, man sagt, man geht jetzt davon aus, dass aktuell der Prozess noch sehr manuell ist, teilautomatisiert ist. Und wenn du nochmal klickst, ich glaube, du musst immer einmal durchklicken. Genau, man davon ausgeht, dass man das Ganze zukünftig automatisiert über die Verwaltungsschale gestalten möchte, dann besteht einfach die große Notwendigkeit von der Data Governance für den herstellerübergreifenden Datenaustausch. Und genau das ist die Zielstellung grundsätzlich von den Teilprojekten, dass wir halt zum ersten Mal die Anforderungen definieren, die sich daraus ergeben, an so einem automatisierten Austausch, als auch genau die daraus resultierende Konzeption. Gerne eine Folie weiter. Dann würde ich an den Marc übergeben. Genau, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Was wir gedacht haben, ist, okay, die Aufgabe war, eine Data Governance zu implementieren. Und da haben wir gesagt, okay, was ist die Definition von einer Data Governance? Und da haben wir eine Methodologie definiert. Da sehen wir zum Beispiel an der linken Seite, haben wir verschiedene Datenbanken gesucht zum Beispiel und auch nach verschiedenen Queries gesucht, wie zum Beispiel Data Governance, auch Data Security, Authentication, Authorization und so weiter und so fort. Die Idee war zum Beispiel zu definieren, okay, was genau für uns bedeutet Data Governance. Dann sehen wir an der rechten Seite die Aspekte dieser Data Governance, die wir gefunden haben in unserer Recherche. Und dann unten haben wir definiert drei wesentliche Aspekte. Da sehen wir zum Beispiel für uns diese Datenrichtlinien. Da könnten wir sehr schön clustern die Data Security, Confidentiality, Data Sovereignty und Data Integrity. Da haben wir die Farben verwechselt, aber die Zugangskontrolle, haben wir gesagt, in den Cluster Zugangskontrolle ist die Authentication und Authorization, und die Rollen und Rechtenmanagement bleibt allein. Und basierend auf diesem Konzept sehen wir in der nächsten Folie, haben wir gesagt, okay, für TP7, TP8, wenn du Christian in die nächste Folie gehst, so trennen wir halt die Begrifflichkeiten zwischen TP7 und TP8. Uns haben wir, wie gesagt, in diese drei verschiedenen Clustern gepackt und mit dem Ziel zu sagen, okay, was ist der Data Governance? Und für uns ist das Konzept, dass der Data Governance ist die Basis, um einen sicheren, zuverlässigen und effektiven Datenaustausch als bisschen Partnerorganisationen entlang der Wertschöpfungskette zu ermöglichen. Und wenn wir in die nächste Folie gehen, ja, da reden wir, okay, zum Beispiel über die Implementierung. Wir haben drei Aspekten definiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wie implementieren wir das in der Verwaltungsschale? Da hatten wir zwei Möglichkeiten, einmal als Teilmodell und einmal als Submodell. Deswegen haben wir gesagt, okay, sagen wir als Teilmodell oder ändern wir das Metamodell der Verwaltungsschale. Und dann haben wir so angefangen, wie wir in der Folie sehen, okay, erstmal benötigen wir irgendwo eine Vorgehensweise, wie funktioniert die Kommunikation zwischen zwei Unternehmen. Hier sind wir oben International Data Space. Im Rahmen dieses Projektes nutzen wir Catena X, aber das kommt nach in der nächsten Folie. Aber hier, wenn wir in dieser Folie bleiben,
Data, International Data Space Catenax ist halt nicht Fokus von TPT 7. Deswegen wollten wir eine Vorgangsweise erstmal vorschlagen und wir sehen unten links diese Vorgangsweise, die sind 8 Schritte, wo wir sagen, okay, wir fangen erstmal mit dem Vergleich über die NDA, ob schon ein existierender NDA da ist, können wir auch das nutzen. Danach kommt die Demand und die Offer von Information und danach kommen die 3 Aspekte der Data Governance, das wir definiert haben. Erstmal diese Data Principles, danach die Authentication, Authorization und da haben wir uns Gedanken gemacht. Für Details über dieses Konzept haben wir auch ein Paper geschrieben. Falls Interesse besteht, dann kann man sich bitte an Christian oder an Lena und mich wenden, dann können wir das Paper gerne weiterleiten. Aber hier haben wir uns gedacht, okay, wir brauchen zum Beispiel Authentification, Authorization. Und dann haben wir auch verschiedene Tools auch analysiert und haben wir uns entschieden für Dex 509, das hier in der rechten Seite sehen. Und auch zum Beispiel auch verschiedene Zugriffskontrollen. In diesem Fall haben wir gesagt, okay, definieren wir verschiedene Rollen und Rechten. Da sind wir hier unten rechts, die verschiedenen Rollen, die wir überlegt haben. Standardrolle, Executive-Rolle und auch zum Beispiel auch die Asset Administration, Shared Responsible und verschiedene Rechten. Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dieses Konzept war da. Aber jetzt, wie implementieren wir das in der Verwaltungsschale? Option 1 war als Teilmodell, Option 2, wir ändern oder wir erweitern das Metamodell. Das so wichtig für uns war, im Projekt solche Konzepte zu implementieren, damit wir einen sicheren Austausch haben, haben wir gesagt, okay, machen wir einen Vorschlag. Wie konnte das aussehen in dem Metamodell? Deswegen, wenn wir in die nächste Folie gehen, da sehen wir unseren Vorschlag. Genau, da gibt es eine Animation, aber wir fangen hier links zum Beispiel. Links ist halt die Metamodell, die existierende Metamodell, wo wir sagen, eine Verwaltungsschale besteht aus Submodels und Submodels bestehen aus Properties. Was wir gemacht haben, ist okay, wir brauchen nicht nur eine Asset Information, da links sehen wir die Asset Information, wir brauchen auch direkt diese Access Control und alles, was hier dunkler markiert ist, das ist unser Vorschlag. Das heißt, wenn wir eine Asset Administration Shell, eine Verwaltungsschale erstellen, da brauchen wir direkt eine Access Control. Wenn wir unten die Access Control sehen, das sind diese Data Management Principles, das war der erste Aspekt der Data Governance, das wir definiert haben und auch die Authentication. Wie wir schon erwähnt haben, haben wir uns entschieden für die X509. Und wir sehen auch eine Superklasse User Information da rechts. Wenn wir einmal Klick machst, Christian, da kommt zum Beispiel, was ist allgemein in dieser Superklasse User Information? Da haben wir gesagt, okay, wir brauchen verschiedene User Types. In diesem Fall ist der User, das unsere Information benötigt, ist intern, ist extern. Und basierend auf diese User Type haben wir verschiedene Rollen und Rechten definiert. Wenn wir sehen, okay, wir kommen rein in der Verwaltungsschale, wir haben uns entschieden bis Level Teilmodell, das heißt die Properties, wenn wir in ein Submodell reinkommen, könnten wir auch theoretisch die Properties sehen und dann sehen wir, okay, wir brauchen noch eine Superklasse, wenn du weiterklick machst, Christian. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, da wird autorisiert diese User und deswegen haben wir auch eine Superklasse da definiert. Was passiert in dieser Authorization, da wird einfach gesagt, okay, derjenige darf da rein in das Submodell und darf die Properties in diese bestimmte Submodell sehen. Das heißt, wir schützen bis in Submodel-Ebene. Genau, wenn du noch einmal Klick machst, auch diese Authorizable Superklasse referenziert auch die User Information, das heißt, derjenige, das reinkommt, muss diese Rollen- und Rechten-Konzept auch ermöglichen. Danach noch ein letzter Klick, Christian. Und dann sehen wir zum Beispiel, was wir geschafft haben. Was wir gemacht haben, okay, erstmal, wir haben definiert, was bedeutet Data Governance für uns und haben wir einen Vorschlag gemacht. Wir haben das erweitert, das Metamodell der Verwaltungsschale und wir haben das gemacht mit den 2 Superklasse. Die erste Superklasse haben wir auch zusammen gesehen, das ist User Information und die 2. Superklasse ist die Authorizable oder die Authentifizierungsverfahren. Genau. Ich glaube, das war's so. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder mehr Details benötigt, dann gibt es alle Informationen in dem Paper. Wir können gerne weiterleiten. Genau, dann würde ich jetzt kurz einen Stand zu 8.3, 7.3 geben. Das Ganze hat jetzt im Mai gestartet.
Grundsätzlich Zielstellung ist Anbindungskonzept an Catena X. Also das heißt, wir betrachten zunächst eben ja exemplarische Implementierung für den kollaborativen Unternehmensaustausch. Basiert natürlich auf dem Forschungsprojekt, nutzen wir als Use Case einfach den Austausch und den Fertigungsauftrag für den Leitungssatz, was man jetzt hier auf der rechten Seite grob abgebildet sieht, um einfach mal so eine prototypische Umsetzung ja, zu simulieren. Vielleicht, wenn du einmal klickst, was die Herausforderung, glaube ich, ist und vielleicht auch, was das Ganze speziell eben für dieses Forschungsprojekt macht, ist, dass wir zum einen natürlich schauen wollen, sind die Submodelle, die wir nutzen, auch kompatibel in dem Catena X-Kontext und was Mario gerade eben auch vorgestellt hat, wie wird das Ganze aussehen, wenn wir jetzt nochmal eine zusätzliche Access Control eben auf Submodell-Ebene implementieren würden, das heißt, neben dem, was der EDC an sich schon abdeckt, dann nochmal zusätzlich eben Datenrichtlinien oder eben ja, ein Zugangskontrollsystem mit implementieren. Genau, wie gesagt, das Projekt hat jetzt oder das Arbeitspaket hat Anfang Mai gestartet. Aktuell befinden wir jetzt mit, sind wir im Aufbau der Infrastruktur. Das Ganze geht bis Ende Mai, um dann sozusagen ins Testing zu gehen. Genau, wenn du eins weiterklickst, dann wie eingangs bereits angesprochen, noch ein kurzer Überblick über das Thema Monetarisierungskonzept, was ein Aspekt von Teilprojekt 7 bildet. Mal bitte weiterklicken. Genau, man kann das immer so aus zwei Perspektiven betrachten. Einerseits natürlich die interne Datenmonetarisierung, das heißt auf Basis von firmeneigenen und zugekauften Daten. Der Fokus hier liegt jetzt stärker eben auf der externen Datenmonetarisierung, das heißt auf Data-as-a-Service-Konzepte oder Data-Solutions-as-a-Service-Konzepte. Und so als erster Start haben wir begonnen, innerhalb von einem Workshop aus den verschiedenen Rollen, also sei es OEM, Konfektionär oder Komponentenhersteller, einfach mal zu betrachten, welche Monetarisierungskonzepte im Kontext Austauschverwaltungsschale kommen in Frage. Und wenn du eins weiterklickst, sehen wir auch mal kurz einen Screenshot aus dem Workshop. Genau, wo wir das Ganze so ein bisschen mal so brainstorming-mäßig gesammelt haben und wo Mario dann im nächsten Schritt nochmal drauf eingeht, wo dann nochmal ausgefüllt worden ist, wo man genauer den Fokus drauf legt. Genau. Dann sind wir auch in, können wir gleich in die nächste Folie gehen. Wie gesagt, das war die Ergebnisse von unserer Workshop war zum Beispiel, okay, wir wollten auch wissen, okay, von welcher Use Case uns entscheiden und welche Use Case macht mehr Sinn, auch zum Beispiel mit der Sicht, okay, wir wollen auch Catena X nutzen. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, diese drei Use Cases, dass wir da sehen, sind die Gewinner von unserem Workshop und mehr Stimmen hat bekommen, zum Beispiel diese Wartung als Dienstleistung. Was ist da gemeint zum Beispiel als Perspektive von einem Ressource-Anbieter? Wie könnte ich zum Beispiel diese Wartung als Dienstleistung anbieten, basierend auf die Verwaltungsschale? Danach eine weitere tolle Use Case war zum Beispiel auch dieses Angebot für individualisierte Maschinen zum Beispiel. Da könnten wir zum Beispiel auch diese Überdimensionierung vermeiden. Und ein dritter Use Case war zum Beispiel die Benachrichtigungen über Leitungssatzausfälle. Hier in diesem Fall, da könnten wir halt nicht die ganze Leitungssatz wechseln, sonst eine bestimmte Teil von dem Leitungssatz. Genau, wenn wir in die nächste Folie gehen, dann sehen wir uns, okay, wir haben einen Gewinner, diese Wartung als Dienstleistung. Wie sieht es genau aus, auch das Sicht von Monetarisierungskonzept? Und da haben wir uns entschieden, wir nehmen uns, was es schon gibt, und da gibt es dieses Canvas-Modell, und da gibt es verschiedene Attributen von dem Canvas-Modell, das wir auch definiert haben. Zum Beispiel, was ist die Value Proposition? In diesem Fall war für uns zum Beispiel, okay, da die Unternehmen, wenn das bekommt, diese Wartungs- als Dienstleistung, konnten die zum Beispiel einen Fix-Wartungskosten erhalten. Auch zum Beispiel, wie ist es mit den Customer Relationships? Da haben wir gedacht, okay, wenn wir das anbieten, könnten wir auch eine feste Bindung anbieten und auch ein Revenue. Das wäre zum Beispiel auch eine verlässliche Einnahme für Wartungsanbieter. Auch verschiedene Channels, da hatten wir auch die Diskussion, okay, welche sind genau die Channels in unserem Canvas-Modell, und da haben wir gesagt, okay, dann ist entweder die Verwaltungsschale, die API, die Verwaltungsschale, das Repositorium der Verwaltungsschale oder in sich halt die EDC von Catena X. Haben wir auch verschiedene Kosten definiert, auch Ressourcen, Activities und Partner, und dann in unsere nächsten Steps ist zum Beispiel hier zu definieren, okay, welche sind die beteiligten Parteien. Und was genau soll es ausgetauscht werden über die Verwaltungsschale, damit wir dieses Monetarisierungskonzept ermöglichen. Und das werden wir halt präsentieren in den nächsten Monaten. Kommen wir auf jeden Fall voran und dann hätten wir schon ein Monetarisierungskonzept,
Das auch sehr wichtig ist, wenn wir die Data Governance haben, da könnten wir auch ein Monetarisierungskonzept anbieten. Und ich glaube, das war unsere letzte Folie. Und wir bedanken uns. Genau, und falls Fragen sind, dann gerne. Genau, vielen Dank euch beiden auf jeden Fall. Vielleicht die Frage können wir tatsächlich, glaube ich, recht schnell klären. Und zwar, es gab die Frage nach dem Paper, Mario, was du angesprochen hast von zwei Leuten. Kannst du, das ist schon veröffentlicht, richtig? Ja, ja. Kannst du das teilen? Ja, ich teile den Link. Ja. Okay, perfekt, super. Genau, dann vielen Dank euch beiden auf jeden Fall für die Vorstellung von TP7 und TP8. Und ich werde jetzt dann nochmal den Abschluss mehr oder weniger des heutigen Tages dann bilden und kurz nochmal auf das TP9 tatsächlich eingehen, Pilotierung, Erprobung und Demonstrator. Ich hole hier vielleicht ein Stück weit weiter aus, um vielleicht die gesamte Historie nochmal darzustellen. Das Bild, das haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal gesehen, wie eben diese Aggregation tatsächlich am Ende aussehen sollte, beziehungsweise auch hat. Und unser Gedankengang, den wir einfach dahinter hatten, war, natürlich sehen Folien immer sehr, sehr gut aus. Da lässt sich auch eine ganze Menge tatsächlich immer darstellen. Aber am Ende ist es natürlich auch unser Ziel, nicht nur in Anführungszeichen Paperwork zu erstellen, zu erzeugen, sondern tatsächlich auch mal die Verwaltungsschale in den aktiven Einsatz zu bringen, was wir jetzt hier auch quasi gemacht haben. Im ersten Demonstrator haben wir uns, sagen wir mal, auf einen Produktionsprozess fokussiert, um den einfach mal umzusetzen. Und das ist der sogenannte CRIM-Prozess. Für die, die es vielleicht nicht kennen, haben wir, muss ich mal kurz gucken, wie ich das abspielen kann. Der CRIM-Prozess ist beispielsweise oder ist der Prozess, der eine Leitung mit einem Kontakt, hier eine HV-Leitung mit einem 35 Quadrat beispielsweise verbindet, welcher natürlich vor allem für den Bereich des Leitungssatzes sehr, sehr wichtig ist. Denn nur da ist natürlich dann die elektrische Leitfähigkeit gegeben, ohne dass es da natürlich zu Problemen kommt, Ausfällen etc. pp., wenn beispielsweise dieser CRIM-Kontakt nicht richtig gekrimmt ist, dass durch Vibration beispielsweise sich die Verkrimpung löst oder ähnliches, Lichtbogen erzeugt werden, weil auf einmal die Krimkraft nicht groß genug war. Und da haben wir gesagt, okay, möglicherweise können wir damit oder hier beginnen, mal einen ersten Demonstrator tatsächlich aufzubauen. Hier sehen wir nur ganz kurz gesehen, wie das tatsächlich damals ausgesehen hat. Wir haben hier auf der linken Seite haben wir diese Krimpmaschine, die diesen Prozess tatsächlich am Ende auch umgesetzt hat. Wir haben einmal damals schon, das ist jetzt unser Demonstrator für die Hannover Messe 23, wie wir oben auch in der Überschrift sehen können. In der Mitte haben wir damals schon mit Basics gearbeitet und auf dem rechten Bildschirm sehen wir dann tatsächlich einmal so eine Art Shopfloor-Monitoring, wo wir verschiedene KPIs dargestellt haben und vor allem hier unten auch rechts im Bild zu sehen, die Krimpkraftkurve, die ein Qualitätsparameter von der Maschine tatsächlich am Ende auch ist oder von dem Gesamtprozess. Wie ist schlussendlich der Vorgang gewesen? Also wir haben quasi die Initialisierung durch ein selbstgeschriebenes NES-System gemacht. Daraufhin wurden wir dann quasi nach der Initialisierung des Auftrags wurden wir dann, ich sehe, das geht jetzt relativ schnell, leider ist es eine Animation, aber ich erkläre es auf der Tonspur dann einfach, nach der Initialisierung des Auftrags war es dann so, dass das MES uns gesagt hat oder angegeben hat, bitte gib mir noch weitere Informationen über das Produkt. Und die Produkte, die sehen wir jetzt hier unten links, das waren einmal die Leitung und das Terminal, damit der Auftrag quasi hier oben bei der MES-Applikation vollends beschrieben werden kann. Nachdem der Auftrag dann vollends beschrieben wurde, wurde dieser gesamte Auftrag in eine Verwaltungsschale geschrieben und hier dann in an die Ressource weitergeleitet. Die Ressource war zu einem vorherigen Zeitpunkt immer gesperrt und wurde dann anschließend, nachdem der Auftrag an die Maschine weitergeleitet wurde, freigegeben für diesen einen Prozess. Dann konnte man quasi den Prozess einmal durchführen. Die Informationen wurden in die MES-Applikation zurückgeschrieben. Diese wiederum hat dann alle Informationen in das AAS-Produkt
tatsächlich dann immer erneut reingeschrieben. Also so war damals der grundsätzliche Ablauf. Und parallel dazu gab es dann hier noch eben das Shopfloor-Monitoring, wo dann alle Informationen auch immer bereitgestellt wurden. Was wir damals eben gemacht haben, ist, wir hatten genau ein Produkt. Damals ging es eben darum, erstmal dieses grundsätzliche Thema, wie würde denn die Verwaltungsschale im konkreten Einsatz tatsächlich aussehen? Und nicht eben nur auf Paperwork zu verweisen, sondern wir wollten mal schauen, okay, was wäre denn damit tatsächlich machbar? Natürlich wohl wissend, dass das genau erstmal nur ein quasi innerhalb eines Unternehmens ist, wir aber hier schon darstellen konnten, okay, wir haben einmal die Produkte in Form von Verwaltungsschalen dargestellt. Wir haben Basics, also die Middleware, im Einsatz gehabt. Wir haben eine MES-Applikation im Einsatz gehabt und wir hatten die Verwaltungsschalen für die Ressource schon mit dabei. Und die gesamte Kommunikation konnten wir damals schon darstellen und am Ende dann auch sagen, okay, wir haben eine gekrimpte Leitung, also schlussendlich dann das Endprodukt, wenn wir das Terminal auf die Leitung montiert hatten, dass wir dafür sagen konnten, okay, jetzt haben wir quasi alle Informationen von dem Prozess. Also wenn ich sage alle Informationen von dem Prozess, dann sind das von uns definierte Informationen erstmal gewesen. Haben wir vollends in einer Verwaltungsschale niedergeschrieben und können diese Sachen, wann wurde es produziert, mit welcher Krimpkraft, ist es ein Gutteil oder ein Schlechtteil gewesen, mit welcher Maschine wurde es produziert, all das konnten wir tatsächlich damals schon, also vor einem guten Jahr, tatsächlich umsetzen. Wenn wir dann natürlich mal auf so eine Wertkette und wir haben es heute auch schon gehört, den PPR-Ansatz, also Produkt, Prozess, Ressource gehen, ist es natürlich so, dass so ein Produkt nicht nur innerhalb eines Unternehmens oder die Wertschöpfung nicht innerhalb nur eines Unternehmens erzeugt wird, sondern wertkettenübergreifend oder unternehmensübergreifend über eine gesamte Wertkette. Also wir sprechen dann natürlich sowohl einmal vom Typ als auch irgendwann von der Instanz. Und wir haben dann einmal dieses Bild hier gemalt. Wie würden denn in dem PPR-Kontext Typ und Instanz tatsächlich am Ende auch zusammenhängen? Also wir haben dann hier auf der linken Seite einmal diese 150%-Variante, die dann, ja, wenn man sich den in dem Kontext des Leitungssatzes befindet, die wird so niemals produziert werden, weil davon, wenn man sich beispielsweise ein Fahrzeug selbst konfiguriert, was bestimmt der eine oder andere schon mal gemacht hat, würden wir hier quasi zu einer 100%-Variante da kommen und das ist dann tatsächlich die Instanz, die am Ende auch produziert wird. Aber genau dieser Zusammenhang ist, denke ich, extrem wichtig, um einfach mal zu gucken, wenn man hier eine Art Produktmodell hat, man die Verwaltungsschalen von den einzelnen Produkten besitzt, hier die ganzen Beziehungen darstellen kann, wie hängt denn das Housing A1 mit dem Terminal oder dem Kontakt X hier mit dem A11 zusammen. Welche Prozesse benötige ich denn, um diese Verbindung tatsächlich herzustellen? Also die Leitung muss gecuttet werden, gekrimmt werden, gestrippt werden und irgendwie muss dann ja auch noch quasi diese Montage hier funktionieren. Und welche Capabilities habe ich denn dafür im Einsatz und welche Capabilities besitzen meine Ressourcen, um das dann tatsächlich auch darstellen zu können. Das war so der Aufhänger, um zu sagen, naja, vielleicht können wir ja quasi den Demonstrator auch nochmal erweitern. Und das haben wir dann auch gemacht. Den hatten wir dann dieses Jahr auf der Hannover Messe mit dabei. Der ist jetzt sehr simpel dargestellt. Aber wie folgt war der Aufbau? Also wir hatten auch dieses Jahr wieder eine MES-Applikation, wodurch quasi der Start des Demonstrators tatsächlich oder der Start des Prozesses durchgesetzt wurde. Also wir konnten dort ein Produkt auswählen aus drei verschiedenen Produkten. Wir hatten dann, die lief dann lokal auf einem Rechner an der Hannover Messe. Wir hatten einmal die Basics Middleware, die lief dann auf einer virtuellen Maschine. Also wir hatten dann auch dann hier den, ja, sagen wir mal, ja, dezentralen Ansatz gewählt, wo wir dann das hier in Stuttgart auf einer virtuellen Maschine laufen ließen, quasi über die Messe darauf zugegriffen haben und hatten dann eben zwei Maschinen dabei, also einmal die Comax Alpha, die wir heute im TP1 auch schon gehört haben, als Simulation, als auch physisch vor Ort die WZAG UP150, die den Krimp-Prozess dann tatsächlich umsetzen kann. Und es lief dann wie folgt. Der Produktionsstart wurde hier vorne über das MES eingeläutet, dann wurde automatisiert quasi in Basics eine Verwaltungsschale erstellt und angelegt mit gewissen Informationen und durch die Auswahl des Produktes wurde dann in dem Sinne schon vorgegeben, okay, für das bestimmte Produkt müssen wir mit der Comax Alpha arbeiten, mit der Simulation oder das andere Produkt könnten wir jetzt beispielsweise mit der WZAG, mit der UP150 produzieren. Nachdem diese Auswahl dann getroffen wurde, mussten wir auch natürlich hier dem MES
ähnlich wie bei dem ersten Demonstrator die Informationen für die beiden Produkte angeben, also Terminal und Leitung. Auch hier wieder in Form von Verwaltungsschalen, also wurde quasi der Job angereichert. Und nachdem der Job dann angereichert wurde, wurde quasi dann der Job an die, über Basics an die Maschine weitergeleitet. Dort konnte der Prozess dann einmal durchgeführt werden und wurde dann quasi alles in die Verwaltungsschale wieder zurückgeschrieben, mit dem Unterschied zu dem ersten Demonstrator, dass wir eben hier zwei verschiedene Maschinen mit dabei hatten, die Auswahl aus drei verschiedenen Produkten hatten, und dass tatsächlich dann am Ende alles wieder in der einen Verwaltungsschale für diesen Prozess wiederfinden konnten. Wir haben es im TP1 anfangs auch schon gehört. Wir benutzen hier zwei verschiedene Protokolle. Einmal hier oben in Richtung der Comax Alpha nutzen wir schon den OPCOA Companion Spec. Und hier unten Richtung UP150 noch ein proprietäres Protokoll. Aber auch hier sind wir in der Lage, schon eben die Verbindung, sagen wir es mal so, zwischen Basics und OPCUA oder die Verbindung zwischen Basics und OPCUA herstellen zu können und genau diese Themen einfach nutzen zu können. Hier auf der nächsten Folie ist auch nochmal der Ablauf tatsächlich beschrieben, wie ich ihn eben nochmal beschrieben habe. Jetzt ist es natürlich so, wir haben heute einiges noch gehört mit automatisierten Verhandlungsprozessen, mit Capability Check, mit Anbindung an Catena X. Und wenn man sich dieses Szenario, ich gehe noch mal kurz zurück, anschaut, lässt sich eigentlich genau das alles auch dort wieder widerspiegeln. Also dadurch, dass wir jetzt hier vorne beispielsweise vorgegeben haben, je nach Produktauswahl, welche Maschine am Ende wir hier auch nutzen möchten, können wir natürlich hier zum einen die Capability-Modellierung nutzen und sagen, okay, für dieses Produkt benötige ich bestimmte Capabilities, also die Required Capabilities, und kann dann dieses Capability-Matching, was wir im TP5 gehört haben, wenn wir sagen, okay, wir haben von der Maschine bestimmte Offered Capabilities, könnten wir dann einmal diesen Abgleich machen und somit dynamisch quasi den Weg nicht vorgeben, sondern dynamisch den Weg selbst finden, aufgrund von den automatisierten Verhandlungsprozessen, die wir dann einfach durchführen. Und das sind dann unter anderem, ist das ein Thema, die wir noch im Backlog stehen haben, die ich jetzt hier einmal nochmal niedergeschrieben habe. Also vor allem dieser Capability-Check und diese automatisierten Verhandlungsprozesse, die wären sehr, sehr gut, wenn wir, oder die möchten wir quasi noch bis zum Ende des Projektes in den Demonstrator mit einbauen und dann eben auch vor allem das Thema Anbindung von Catena X. Wenn man sich jetzt vorstellt, vielleicht um das kurz noch zu erklären, damit wir auch noch vielleicht ein paar Minuten Zeit für Fragen haben, kann man ja sagen, okay, gerade dieser Bereich hier hinten mit dem MES zusammen ist quasi die Produktion am Ende des Leitungssatzes. Jetzt könnten wir ja sagen, naja, Catena X beschäftigt sich ja unter anderem mit dem unternehmensübergreifenden Austausch von Informationen und wir könnten jetzt die Aggregation einer Verwaltungsschale von der 150%-Variante, also quasi würde das Engineering eigentlich simulieren, darstellen, sodass wir dann am Ende sagen können, okay, um dieses Produkt hier auszuwählen, habe ich vorher schon vorgeschaltet eine Verwaltungsschale, die alle Informationen über diese 150%-Variante darstellt und ich suche mir jetzt daraus eine Variante aus, die ich dann hier hinten produzieren möchte und habe dann eben den Capability-Check mit den automatisierten Verhandlungsprozessen eben noch mit dabei. Und genau das haben wir auf dem einen Bild vom TP8 vorhin auch gesehen, wäre dann so gesehen hier noch vorgeschaltet, wo wir quasi diese Anbindung einfach mal mit innerhalb des Projektes prüfen möchten. Wie funktioniert Catena X mit Verwaltungsschale? Wie funktioniert Basics mit Catena X? Da vor allem in dem Kontext mit der Decentral Digital Twin Registry. Und Basics, wie funktioniert das und wie haben wir denn dann auch das, was wir aus dem TP7 können, die Zugriffsgerechte? Also wer darf denn tatsächlich am Ende was sehen? Und das sind tatsächlich Themen, die wir jetzt hier in dem Demonstrator auch noch darstellen möchten und umsetzen möchten bis zum Ende des Projektes. Genau, das vielleicht als kleiner Ausblick. Dann wären wir auch tatsächlich in dem Sinne schon am Ende und wir haben jetzt auf jeden Fall noch 12 Minuten Zeit für Fragen. Bevor wir tatsächlich dahin kommen, würde ich noch eine Sache vielleicht kurz vorspielen und zwar bezüglich der Roadmap und vielleicht auch für die es interessiert, noch die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen. Also vor allem für die
oder wir haben zwei Veranstaltungen jetzt noch dieses Jahr bei uns in der Arena. Einmal der Sportnetz Digital Kongress, wo es um quasi viel mit Digitalisierung im Bereich des Sportnetzes gehen wird. Und einmal die öffentliche Ergebniskonferenz, was quasi das Abschluss oder den Abschluss des Projektes VBS VLS darstellen wird. Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten, mit dem Bordnetz Digital an, was am 26.09. in Stuttgart umgesetzt werden oder umgesetzt wird. Das ist quasi der WEC-Day, der ehemals im Bereich von München umgesetzt wurde. Hier kann man sich auf jeden Fall auf der Webseite www.bordnetze-digital.de mal darüber informieren, um was es dort schon alles gibt und gehen wird. Und dann auch hier in dem Kontext von VWS VLS, dadurch, dass wir eine endliche Laufzeit haben, die jetzt noch bis genau zum 31.11. diesen Jahres gehen wird, wird es eine öffentliche Abschlussveranstaltung geben am 15.10. Aktuell ist angedacht von 10 bis 19 Uhr. Wir müssen mal schauen, ob das dabei bleibt. Da würde ich sagen, Änderungen sind noch vorbehalten. Die findet physisch in Stuttgart statt. Also Teilnehmer sind da natürlich herzlichst eingeladen. Über den QR-Code kann man sich dort auch schon anmelden, wo einfach das gesamte Projekt einfach darstellt, was wir die letzten 3 Jahre tatsächlich innerhalb des Projektes gemacht haben. Da vielleicht nur, wenn es da Interesse gibt, gerne den QR-Code scannen und dann könnte oder kann man sich dort schon anmelden. Genau, und jetzt würde ich dann auf die Q&A-Session, wenn es noch Fragen gibt, tatsächlich eingehen wollen, die dann jetzt gestellt werden können. Ich habe vorhin mal im Chat geguckt, da sind tatsächlich alle Sachen schon abgearbeitet worden. Sollte es jetzt aber natürlich noch Fragen geben, stehen wir vom Seiten des Projektes natürlich gerne bereit und versuchen, diese zu klären. Vielen Dank. Bisher gibt es noch keine. Vielen Dank für den Rock'n'Roll in den letzten 3 Stunden. Sehr, sehr gerne. Das war Hardcore. Vielen Dank. Herr Hoffmann, das ist schön, dass Sie das als Rock'n'Roll bezeichnen. Dann hat es ja vielleicht ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin ja froh, dass ihr die 3 Minuten noch eingeschoben habt, dass man sich wenigstens noch einen Kaffee holen konnte. Danke dafür. Nein, also Respekt. Alles klar. Ja, sehr gerne. Genau, dann vielleicht nur, also vielen Dank dafür, Herr Hoffmann. Falls es sonst noch Fragen gibt, gerne per Mail an mich, an uns wenden und dann leiten wir diese weiter und versuchen die natürlich auch zu beantworten. Ansonsten würde ich sagen, sind wir dann damit auch fertig. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei allen im Namen des Projektes, von allen Teilprojektleitern. Und ich bedanke mich auch natürlich bei den Teilprojektleitern, die sich heute und natürlich auch Teilprojektleiterinnen, die heute sich die Zeit genommen haben, das Thema nochmal vorzustellen. Und sage dann besten Dank und schöne Mittagspause. Vielen Dank. Alles Gute. Danke. Alles Gute. Ciao. Und Ihnen so schönen Tag noch. Danke. Ja. Ciao. Herr Kosel, wenn Sie mal noch, und Herr Schnaufer, wenn Sie mal noch kurz 1 Minute ein Ohr offen haben, dann würde ich ganz gerne noch eine Information vom Gästen.